Herzlich willkommen zu dieser Webkonferenz mit dem Titel Pay the Artist. Wir wollen heute KünstlerInnen, Künstlerverbände und Politik an einen digitalen runden Tisch bringen und gemeinsam Fragen zur Vergütung künstlerischer Praxis diskutieren. Mein Name ist Lisa Basten. Ich bin Gewerkschaftssekretärin bei Verdi und arbeite dort auf Bundesebene unter anderem für die bildende Kunst. Aus gewerkschaftlicher Perspektive ist die Erhöhung der Einkommen von KünstlerInnen steht natürlich im Zentrum. Die faire Vergütung künstlerischer Arbeit muss eine Selbstverständlichkeit werden. Nicht zuletzt die Pandemie hat ja die aus geringer Vergütung entstehenden Defizite wieder klar gezeigt. Verdi ist Teil der Initiative Ausstellungsvergütung, die zur heutigen Veranstaltung eingeladen hat. Und ich habe die Ehre, die Veranstaltung zu moderieren und freue mich sehr, das gemeinsam mit Dr. Susanne Jaschko zu tun. Danke, Lisa. Auch von meiner Seite ein herzliches Willkommen. Mein Name ist Susanne Jaschko, genau. Ich bin interimistische Geschäftsführerin des Deutschen Künstlerbundes. Und in der Vergangenheit habe ich lange und immer wieder als Kuratorin gearbeitet im In- und Ausland. Und aus eigener Erfahrung weiß ich, dass es tatsächlich sehr schwierig ist, in Kulturinstitutionen und in der kuratorischen Praxis Ausstellungsvergütung oder eben die adäquate Vergütung von künstlerischer Praxis durchzusetzen. Die heutige Veranstaltung wird sich in drei Blöcke gliedern. Nach einer kurzen Vorstellung der Initiative Ausstellungsvergütung kommen Politiker und Politikerinnen zu Wort, berichten aus ihrer Arbeit, aus ihren Wirkungskreisen zu der Situation der Vergütung von künstlerischer Praxis. Dem wird dann die Perspektive derjenigen folgen, die künstlerisch tätig sind, aber eben auch in selbstorganisierten Kunstprojekten aktiv sind. Und im dritten Block befragen wir dann drei Akteure, die sich aktiv für den Systemwandel einsetzen. Nachdem wir das dann gemacht haben, also den Input aus diesen drei Bereichen bekommen haben, möchten wir dann mit allen Sprechern und Sprecherinnen in ein konstruktives Gespräch kommen und möchten dann auch Sie als Teilnehmer einladen, an dieser Diskussion teilzunehmen mit Ihren Beiträgen. Wir möchten Sie bitten, dass Sie Ihre Fragen, die sicherlich im Laufe der einzelnen Beiträge aufkommen werden, erstmal im Chat sammeln. Wir werden dazu den Chat offen lassen und dann hinterher in der Diskussion versuchen, die wichtigsten Fragen wieder aufzugreifen. Und jetzt kommen wir aber erstmal zur ersten Runde, nämlich zur Vorstellung der Initiative Ausstellungsvergütung. Doris Granz, Mitglied im Bundesvorstand des BBK, auch selbst Künstlerin und Sprecherin der Initiative Ausstellungsvergütung, wird kurz etwas zur Geschichte der Initiative erzählen. Katja von Puttkammer, ebenfalls Künstlerin und Vorstandsmitglied des Deutschen Künstlerbundes, wird den dreiteiligen Aktionsplan von Pay the Artist vorstellen und Michael Kress, Künstler und Vorstandsmitglied des Deutschen Künstlerbundes und Sprecher der Initiative Ausstellungsvergütung, wird dann noch über die Motivation und die Dringlichkeit der Initiative sprechen. Doch erst einmal das Wort an Doris. Ja, guten Abend und herzlich willkommen im Namen der Initiative Ausstellungsvergütung. Wer sind wir und was wollen wir? Also die Initiative gibt es seit 2016. Sie hat sich zusammengeschlossen aus bundesweit agierenden Künstlerverbänden und die benenne ich mal der Bundesverband Bildender Künstlerinnen und Künstler, kurz BBK, der Deutsche Künstlerbund, die GEDOG, Verband der Gemeinschaften Künstlerinnen und Kunstfördernden, die Internationale Gesellschaft Bildender Kunst, kurz IGBK, und ja, die Fachgruppe Bildende Kunst und die VG Bildkunst. Was wollen wir? Wir setzen uns ein für eine faire Vergütung künstlerischer Leistung in der bildenden Kunst. Und zwei Hauptforderungen möchte ich benennen. Zum einen die verbindlichen Regelungen in den Förderrichtlinien der Länder und Kommunen und zum anderen die Verankerung eines Anspruchs auf Ausstellungsvergütung im Urheberrecht.
Und das empfinden wir so aktuell und dringlich wie nie. Und doch ist es alles andere als neu, denn die Forderung gibt es bereits seit 50 Jahren, seit dem Künstlerkongress im Juni 1971 in der Paulskirche in Frankfurt am Main. Ist die Forderung utopisch? Nein, denn 2005 gab es bereits eine Gesetzesvorlage durch die SPD-Fraktion und durch vorgezogene Neuwahlen konnte das leider nicht zustande kommen. 2012 gab es eine öffentliche Anhörung im Bundestagsausschuss für Kultur und Medien. Das Problem generell ist, dass es zurzeit keine Mehrheit im Bundestag für das Anliegen gibt. Das schwedische Modell hat den Landesverband Bildende Kunst Sachsen inspiriert, eine Publikation herauszugeben zum Thema Ausstellungsvergütung. Und das war ein Vorreiter. Also 2012 diese Publikation und zwei Jahre später, 2014, darauf basierend dann die erste Leitlinie zur Ausstellungsvergütung vom BBK-Bundesverband. Das erwähne ich auch deshalb nochmal explizit, weil es jetzt eine neue gibt. Und Informationen dazu finden Sie auf der Webseite der Initiative Ausstellungsvergütung.de und auf der Webseite vom BBK-Bundesverband.de. Und dort gibt es dann auch kostenlose Musterverträge. Ja. Danke. Dann gebe ich weiter an Katja. Katja, wunderbar. Wie Doris Kranz bereits gesagt hat, eben gerade besteht die Forderung nach einer fairen Vergütung künstlerischer Leistungen seit den 70er Jahren. Unsere Idee ist es, eine Kampagne zur Bundestagswahl zu starten. Hierfür haben wir, die Initiative Ausstellungsvergütung, einen dreiteiligen Aktionsplan erarbeitet. Der erste Punkt ist heute diese Webkonferenz. Wir freuen uns, dass Sie daran teilnehmen. Dieses ist die Auftaktveranstaltung zu unserem Aktionsplan Pay the Artist. Der zweite Punkt ist eine breit aufgestellte Dialogaktion mit einem vorformulierten Brief an die jeweiligen Wahlkreiskandidatinnen. Dieses Anschreiben an die Wahlkreiskandidatinnen wird auf der Plattform der Initiative Ausstellungsvergütung bereitgestellt als PDF zum Downloaden. Hiermit können Künstlerinnen, aber auch Institutionen mit ihren Wahlkreiskandidatinnen direkt in Kontakt treten und auf die schwierige Situation der Künstlerinnen aufmerksam machen. Durch die Kampagne wollen wir eine breite Öffentlichkeit für das Thema der längst überfälligen Ausstellungsvergütung sensibilisieren. Die Dringlichkeit hat sich gerade in der Corona-Pandemie noch deutlicher gezeigt. Darum müssen wir jetzt handeln. Wir erhoffen uns, Sie als Mitstreiterin der Politik zu gewinnen und dass Sie mit uns das Recht auf eine faire Bezahlung für erbrachte künstlerische Leistungen durchsetzen. Als dritten Punkt haben wir einen Button entwickelt. Dieser Button, Pay the Artist, wir sehen ihn hier schon im Bild, lässt sich auf vielerlei Art anwenden. Er wird real als Klebebutton verteilt. Zudem steht er digital zur Verfügung. Institutionen, die bereits eine Ausstellungsvergütung leisten, zeigen sich mit dem Posten oder mit dem Kleben des Buttons solidarisch den Künstlerinnen gegenüber. Er soll sich viral verbreiten als Klebebutton und mit dem Hashtag PayTheArtist über die sozialen Netzwerke. Durch den QR-Code wird man auf die Seite der Initiative Ausstellungsvergütung gelenkt und kann dort aktiv Mitstreiter werden. Ich gebe nun das Wort an Michael Kress weiter. Danke. Dankeschön, Katja, Doris. Ja, ich freue mich sehr, dass wir heute zusammenkommen, dass wir so tolle Beiträge hören werden und uns diesem Thema annehmen, Kunst, Kapital, Kunstgeld, KünstlerInnen und Geld. Irgendwie sind das ja komische Zusammenhänge und wir kennen eigentlich dort ja nur Superlative, also einen überhitzten Kunstmarkt, an dem aber fast niemand von uns teilnehmen kann, sondern wir haben im Grunde 10%, die originär von ihrer Kunst leben können unter den KünstlerInnen
und der Rest ist sozusagen im Feld unterwegs. Also 30% machen etwas, was kunstartig ist, verwandt ist, arbeiten im Stadtteil, arbeiten in der Bildung und so weiter. Und der Rest von uns ist sozusagen anders unterwegs. Und ja, das haben wir besonders jetzt gesehen. KünstlerInnen kennen Krise aus ihrer Arbeit. Wir wandern künstlerisch von Krise zu Krise. Das ist Teil des ästhetischen Prozesses. Aber wir kennen auch Krise jetzt aktuell. Aber wir können nicht so gut mit Pandemie umgehen, denn die Pandemie verhindert das, dass wir zusammenkommen, dass wir physikalisch intervenieren in Gesellschaft, in den öffentlichen Raum. Und das ist gerade, woran wir alle miteinander, Gesellschaft und KünstlerInnen, gerade wirklich knapsen und auch Formen finden müssen, wie das laufen kann. Und wie das laufen kann, ist auch, dass künstlerische Arbeit bezahlt wird und dass es sozusagen da auch eine Anerkennung gibt in der Gesellschaft. Und ich glaube, in diesem Kreis hier sind wir mehr oder weniger unter uns. Da wird keiner sagen, Kunst ist irrelevant. Aber wir sind in dem Sinne nicht systemrelevant, wie zum Beispiel mein Sohn, der Krankenpfleger ist. Also das ist deutlich Relevanz in dem System, dass der Alltag, dass die Gesundheit, dass eine Gesellschaft läuft. Wir sind eher dafür da, dass sozusagen der Störfaktor in dem System vorhanden ist, dass das über die Grenzen der Immanenz von Systemen gedacht werden kann. Und das ist unsere Aufgabe von Kunst, von KünstlerInnen in aller Freiheit. Und diese Freiheit muss auch irgendwie vorhanden sein und auch gewährleistet sein. Und dazu brauchen wir Unterstützung, Solidarität und natürlich auch einen politischen Willen, und deswegen sind wir heute zusammen und ich freue mich auf die Diskussion. Ja, ganz herzlichen Dank an Doris, Katja und Michael. Wir haben ja jetzt verschiedene Verbände auch gehört aus der Initiative Ausstellungsvergütung. Nicht alle haben hier das Wort, deswegen nochmal ganz kurz. Mitglied der Initiative Ausstellungsvergütung sind der Bundesverband Bildende Künstlerinnen und Künstler, BWK, der Deutsche Künstlerbund, die GEDOC, die Internationale Gesellschaft der Bildenden Künste, IGBK, Verdi mit der Fachgruppe Bildende Kunst und die Verwertungsgesellschaft Bildkunst, der wir an dieser Stelle auch ganz herzlich für die Unterstützung der Veranstaltung danken möchten. Kommen wir zum ersten Block, in dem die Perspektive der Strukturgebenden, haben wir es genannt, im Zentrum stehen soll. Denn Einkommen aus künstlerischer Praxis werden ja innerhalb von Strukturen generiert, Strukturen, die auch politisch gestaltet werden. Denn abseits des wirtschaftlich ausgerichteten Kunstmarkts ist öffentliche Förderung das Rückgrat der Kulturszenen in der Bundesrepublik. Und ich freue mich daher sehr, mit den ersten vier Inputs einfach mal Schlaglichter zu werfen auf die verschiedenen Ebenen von Förderung und Vergütung. Frau Schierholz, Justiziarin der VG Bildkunst. Die VG Bildkunst ist ein Verein zur kollektiven Wahrnehmung von Urheberrechten. Sie verwalten die Ansprüche von über 60.000 Künstlerinnen und Künstlern im visuellen Bereich. Was ist die Rolle der VG Bildkunst in der Diskussion um eine Ausstellungsvergütung? Die Rolle der VG Bildkunst ist in der Diskussion auf jeden Fall eine aktive, weil wir sehr unterstützen, dass bildende Künstlerinnen angemessen bezahlt werden. Und da ist die bildende Kunst ein Bereich, der gegenüber den anderen Bereichen durchaus immer wieder ins Hintertreffen gerät. Das liegt schlicht daran, dass Künstlerinnen alleine arbeiten, dass Künstlerinnen mit einer Galerie zusammenarbeiten, aber bei weitem nicht so in industrielle Strukturen eingebunden sind, wie das bei der Musik, beim Film, beim Text der Fall ist. Und weil wir natürlich immer noch von diesem romantischen Bild des armen Künstlers, der armen Künstlerin anhängen. Was wir als Verwertungsgesellschaft machen, ist neben der Durchsetzung der bestehenden Vergütungsansprüche für Künstlerinnen uns auch dafür stark machen, dass das ganze Setting drumherum stimmt. Also dass die fairen Bedingungen ausgesetzt sind. Und da finde ich, ist die Ausstellungsvergütung eine ganz, ganz wichtige Sache.
Die Dorothee Kranz hat es ja schon erwähnt, was schon an Aktionen gelaufen ist, wer, also welche Meetings es gegeben hat. Und da möchte ich noch eines erwähnen, was mich wahnsinnig beeindruckt hat. Und zwar war das 2017 in Brüssel. Das war in Zusammenarbeit auch mit BBK, IGBK, IAA. Und da hatte man Kolleginnen und Kollegen aus anderen Ländern eingeladen, um zu hören, wie es da funktioniert. Und das Erstaunliche, der Blick über die Grenze hat gezeigt, das, was funktioniert, ist, wenn die öffentliche Hand sich selbst verpflichtet. Wenn Ausstellungen dann gefördert werden oder einen höheren Förderanteil erhalten können, wenn die Künstlerinnen auch eine Ausstellungsvergütung erhalten. Und da gibt es unterschiedliche Modelle. Ich glaube, der Thomas Weiß wird darüber wahrscheinlich später auch noch ein paar Worte sagen. Und deswegen bin ich jetzt ganz dankbar, dass ich anfangen kann, nämlich als Appell an alle politischen Ebenen, an die es gibt ja wenig Ausstellungen, die tatsächlich stattfinden, ohne dass eine öffentliche Förderung die Ausstellungen unterstützt. Also wenn wir jetzt mal nicht von Ausstellungen in Zahnarztpraxen reden. Und da gibt es, wer Fördergelder gibt, kann sich verpflichten, die Fördergelder von einer Bezahlung der Künstlerinnen und Künstler abhängig zu machen. So hat es in Schweden funktioniert, so funktioniert es in Kanada. Das niederländische Modell ist ein bisschen anders, also sogar noch stärker. Und dann heißt es aber immer, es ist kein Geld da. Aber da würde ich doch mal gerne den Vergleich mit der Bühne ziehen. Keine Bühne würde zu einem Textautor sagen, es ist doch eine Top-Möglichkeit, die wir dir hier geben. Du kannst deine Bühnenstücke einem großen Publikum präsentieren, aber Geld gibt es dafür nicht. Aber in der Kunst ist das gang und gäbe. Ich finde, da muss man sich an die anderen öffentlich geförderten institutionellen kulturellen Institutionen anschließen und sagen, was auf der Bühne möglich ist, muss auch im Museum möglich sein. Denn die Kunst schafft Räume, in denen diskutiert werden kann. Und ich meine, wir merken es gerade alle, wie uns das fehlt in der Pandemie. Und ein anderes möchte ich noch erwähnen. Als das 2006 in der Enquete-Kommission gescheitert ist, da gab es massiven Widerstand sowohl von den institutionellen als auch der Galeristenverband hat sich da auch sehr heftig gegen ausgesprochen und das Argument war immer, ja, willst du 300 Euro Honorar oder willst du einen ordentlichen Katalog? Diese permanente Erpressbarkeit, die für die Künstler darin liegt, dass es kein Anspruch ist, den sie haben, sondern dass sie immer als Bittstellerinnen daherkommen und dem muss man auf der finanziellen Seite begegnen. Und da habe ich aber doch auch alles, was ich jetzt so mitbekommen habe, auch in Gesprächen mit KuratorInnen und so, das Verständnis wächst auch auf der institutionellen Seite, aber keiner will den Anfang machen, denn wenn man ungefördert anfängt, Honorare auszureichen, dann geht das natürlich vom Etat ab. Also am Ende hängt es am Geld. Das ist die Erfahrung, die die VG Bildkunst immer gemacht hat. Das ist allerdings auch immer der Hebel, wo man die Leute kriegt. Ja, herzlichen Dank dafür. Bleiben wir doch kurz noch mal beim Geld. Wie in anderen Ländern wird das ja zum Teil über Fonds gelöst. Wäre so etwas denkbar? Wäre auch in Deutschland aus Ihrer Wahrnehmung ein Fonds auf irgendeiner Ebene, oder nach wie vor auf Bundesebene, auf welcher Ebene müsste sein, wäre das die Lösung für dieses immer gleiche Argument, wenn ihr Geld wollt, dann wird halt weniger gefördert oder dann kriegt ihr halt etwas anderes nicht? Auf jeden Fall ist das eine Möglichkeit. Also ich meine, wir haben den Kunstfonds. Der Kunstfonds sollte nicht in Frage gestellt werden wegen der Ausstellungsförderung, weil er eine ganz andere Zielrichtung hat. Aber man kann natürlich schon sagen, wenn wir öffentliche Gelder in Projekte reingeben, dann nur unter der Bedingung, dass eben auch ein angemessenes Honorar bezahlt wird. In den Niederlanden läuft das so, dass man diesen Mondrian-Fonds hat, wo der ordentlich ausgestattet ist und der fördert, da können sich Ausstellungsinstitutionen bewerben um Ausstellungsförderung, aber nur unter der Bedingung, dass sie immer
und nicht nur für diese Ausstellung, sondern grundsätzlich ein Künstlerhonorar ausreichen bei den Ausstellungen. Und das hat eine enorme Saugkraft, wollte ich sagen. weil jede Institution früher oder später da ihre Anträge stellt und sie aber nur Aussicht auf Erfolg hat, wenn sie nachweisen kann, dass sie Ausstellungshonorare bezahlt oder eine Ausstellungsvergütung. Ich will jetzt nicht von Honoraren reden, das ist nochmal eine andere Geschichte. Und da ist schon extrem bemerkenswert, wie viel Bewegung über die Leitlinien reingekommen sind, die sowohl vom Bundes-BBK als auch von einzelnen Landesverbänden, die da sehr gepusht haben, entwickelt wurden. Das hat das Thema gut in die Öffentlichkeit gebracht. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Anke Schierholz. Appell an die Politik auf allen Ebenen, und das ist so schön, dass wir sie hier alle zusammen haben, auf der Kreisebene, auf der Landesebene und auf der Bundesebene. An dem Punkt kann man extrem viel bewegen. Bitte unterstützen Sie die Kunst. Herzlichen Dank nochmal für diese ideale Überleitung auf die drei Ebenen, die wir hier heute eingeladen haben. Ich will jetzt nochmal gucken, ob Frau Seifert wieder da ist. Ich bin da, hören Sie mich jetzt? Ah, hervorragend. Herzlich willkommen. Schön, dass das noch geklappt hat. Das freut mich. Ja, mich freut es auch immens. Gehen wir doch gleich rein. Frau Seifert, Sie sind als Kreistagsabgeordnete, haben Sie schon einiges getan für die finanzielle Förderung von Kulturschaffenden. Erzählen Sie uns davon und gerne auch über die strukturellen Grenzen, falls es sie gibt, dafür, dass Sie nicht auf kommunaler Ebene noch mehr tun konnten, um die Einkommen von bildenden KünstlerInnen zu verbessern. Ich schicke einfach mal ganz kurz voraus, wir zahlen Honorare aus an Künstler, die bei uns im Kreis die Förderung in Anspruch nehmen. Wie kommen wir dahin? Der Appell, der eben auch an mich ja gegangen ist von meiner Vorrednerin, der verhallt nicht ungehört. Also ich habe mich bereits 2006 Ausschussvorsitzende geworden für Schule, Kultur und Sport und habe mich dann 2007 schon dieses Themas angenommen. Was mich am meisten gestört hat, ist in diesem ersten Jahr meiner Tätigkeit, war eigentlich die Geschichte der Koppelung. Das heißt, ganz oft sind kommunale Förderungen gekoppelt daran, dass praktisch die Kommune, also in dem Falle wäre es dann untergebrochen vom Kreis, die Städte und Gemeinden halt auch was bezuschussen müssen, ansonsten würde der Kreis nicht fördern können. Und so war es. Und das hat mich eigentlich immer sehr gestört, weil ich gesehen habe, dass ganz viele Veranstaltungen aus dem Grunde nicht stattfinden konnten, weil halt die Städte und Gemeinden dieser Förderung dann nicht zugestimmt haben beziehungsweise nichts dazugegeben hatten. Insofern habe ich mich dann 2007 hingesetzt und habe ein komplett neues Kreiskulturkonzept geschrieben, so habe ich das bezeichnet, das sich aufteilt in verschiedene Punkte. Insgesamt 5 sind es. Es gibt einmal, dass wir einmal die Drostei fördern, die Landdrostei bei uns, das ist ein altes Brockgebäude und das ist unser Kreiskulturzentrum. Wir bekommen eine gesonderte Förderung und wir haben jetzt gerade den Haushalt oder beschließen ihn gerade, sind gerade dabei, haben aber schon die ersten Beschlüsse gefasst, sodass wir in Zukunft zum Beispiel unser Kreiskulturzentrum fördern in einer Summe von 170.000 Euro im Jahr. So, der zweite Teil bezieht sich dann auf die Einzelkünstler oder auch die Gruppenkünstler, also vom Bildhauer über den Tänzer, über das Theater, also alles, was eben die Kulturszene hergibt, haben wir auch bei uns im Kreis Pinneberg und fördern wir auch. Und dann fördern wir einmal die Projekte, so habe ich das bezeichnet, die Projektförderung. Das ist eine investive Projektförderung, die schließt Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen an Ausstattungen, Inventar und baulichem Zustand ein. Und dann gibt es die Veranstaltungsförderung, was ich ganz eingangs sagte, wo dann auch die Honorare unter anderem runterfallen. Das sind die Förderung von Veranstaltungen aus den Bereichen wie Musik, wie Musikaufführungen, Konzerte, wie Bilderausstellungen, Bildhauer werden gefördert. Also auch die ganze Breite, die es eigentlich gibt und die auch unser Kreis an Künstlern halt hergibt, die können sich bei den Veranstaltungen, also bei ihren Ausstellungen, bei uns praktisch Geld abholen. So, das ist dann aber auch noch nicht alles. Wir haben noch einen Kreiskulturverband, der auch im Jahr eine feste Summe an Förderung erhält. Und natürlich fallen da auch die Musikschulen mit drunter, die zukünftig 50.000 Euro im Jahr erhalten werden. Wir haben 4 Musikschulen bei uns im Landkreis.
Und dann habe ich mir gedacht, irgendwie will ich mit der Kulturszene auch in Verbindung treten können, und ich möchte aber auch, dass sie sich auch untereinander mehr vernetzen. Und darum habe ich einen runden Tisch Kultur da auch verankert in dem gesamten Kulturkonzept, dem ich halt vorsitze, wo ich dann immer einmal im Jahr einlade, alle Kulturschaffenden aus dem Kreis Pinneberg, auch über den Kreis Pinneberg hinaus, sind alle herzlich eingeladen, sich einmal im Jahr zusammenzufinden und sich einmal auszutauschen. Das gibt dann immer ein Overhead-Thema an dem Abend, über das wir reden wollen, aber am Ende ist dann auch Verschiedenes, und dann können natürlich selbstverständlich auch die Künstler gerne zu Wort kommen und das für sich nutzen, auch als Plattform und wie gesagt zu Netzwerken. Diese 5 Punkte habe ich, wie gesagt, 2007 eingegossen, der Kreistag ist dem auch zum Glück gefolgt, und wir werden jetzt zukünftig knapp 500.000 Euro dafür ausgeben. Das teilt sich eben auf in das Kreiskulturzentrum, was ich schon sagte, 170.000 Euro, und dann Projekt- und Veranstaltungsförderung, das macht zusammen 250.000 Euro. Hinzu kommt der Kreiskulturverband mit knapp 5.000 Euro, die Musikschule mit 50.000 Euro im Jahr, und dann haben wir noch ein Trosteipreis, den gibt es aber schon viel, viel länger. Michael Kress war auch einmal einer, den wir da ehren durften. Und der ist nominiert mit 5.000 Euro, wird einmal im Jahr vergeben als Trosteipreis und einmal als Förderpreis in Höhe von 2.500 Euro. Und das haben wir jetzt ein bisschen, also das ist wirklich für junge Künstler, bis 35 Jahre haben wir das jetzt festgesetzt, dass halt auch Nachwuchskünstler. Und da hatten wir wirklich auch schon sehr, sehr junge dabei, also wirklich 16-Jährige dabei, die wir praktisch mit 2.500 Euro unterstützen. Das dazu. Wie gesagt, und in der Veranstaltung kann halt gefördert werden eben einmal die Honorare. Es dürfen auch fremde Künstler eingeladen werden, wenn es eine Musikaufführung ist und man möchte einen besonderen Sänger zum Beispiel haben oder man möchte eben einen besonderen Instrumentalisten haben, dann werden diese Gagen auch von uns bezahlt. Es fängt wirklich an beim Aufbau, beim Stimmen des Klaviers, die Kosten übernehmen wir. Wir übernehmen auch Werbungskosten, allerdings prozentual zur Gesamtsumme der Förderung, damit das halt nicht ausufert, weil ich möchte nicht hauptsächlich die Werbung finanzieren, sondern tatsächlich die Veranstaltung finanzieren. Und das wird sehr gut angenommen. Wir sind eigentlich mit dem Kulturtopf von knapp 500.000 Euro im Jahr nie auskömmlich. Also wir könnten noch viel, viel mehr ausgeben. Und was mich besonders gefreut hat, dass der Landesrechnungshof uns vor gut 10 Jahren wirklich als Modellbeispiel genannt hat. Und es gibt nach wie vor im ganzen Land Schleswig-Holstein keinen anderen Kreis, der sich so sehr auch finanziell für die Kultur engagiert. Ja, herzlichen Dank. Das hört sich doch schon traumhaft an. Bleibt mir nur die nochmal knappe Nachfrage. Bei der Veranstaltungsförderung meinten Sie es, Sie können Honorare zahlen. Soweit ich weiß, ist es in Ihrer Projektförderung allerdings weiterhin so, dass Eigenhonorare nicht budgetiert werden können. Ein typisches Problem oder eine typische Herausforderung, die wir ja in den Kulturszenen haben. Warum ist das so? Oder konnten Sie das auch auf Ihrer Ebene, in Ihrem Kreis umgehen? Können also bei Anträgen auf Projektförderung KünstlerInnen Eigenhonorare budgetieren? Ich glaube, es ist immer so ein bisschen missverständlich mit dieser Projektförderung, weil die Projektförderung ist ja, so wie ich das sagte, eine investive Förderung, eine rein investive Förderung, die eben Sanierungs- und Reparaturmaßnahmen an Ausstattung, Inventar und baulichem Zustand einschließt. Ja, also da fallen ja praktisch keine Honorare an. Die Honorare fallen ja wirklich nur in der Veranstaltungsförderung an, und da zahlen wir sie. Also da zahlen wir die Honorare der Künstler. Gut, herzlichen Dank, Frau Seifert. Schön, dass es jetzt noch geklappt hat. Ich weiß, Sie müssen uns jetzt kurz verlassen und kommen dann aber wieder, hoffe ich. Ja, ich möchte das auch nur ganz kurz ausführen, auch um Verständnis bitten. Ich muss in den Finanzausschuss, weil ich da gerne einen digitalen Kulturantrag noch durchbringen möchte. Das sind nochmal 37.500 Euro, weil wir die digitale Förderung noch nicht verankert haben bei uns im Kulturkonzept. Das ist dringend nachholbedürftig. Das wollte ich auch schon vor 2 Jahren machen. Das ist mir irgendwie hinten rüber gefallen. Und wir jetzt einfach gemerkt haben durch Corona, auch schon im letzten Jahr, dass digitale Formate gefördert werden müssen. Und dafür wollen wir jetzt nochmal knapp 40.000 Euro bereitstellen. Und deshalb muss ich da mal kurz in den Finanzausschuss und das nochmal begründen. Aber ich melde mich dann auch gerne zurück. Vielen Dank erstmal. Danke Ihnen. Wir drücken die Daumen, dass es durchgeht. Kommen wir auf die Länderebene. Frau Dr. Ulrike Liedtke ist bei uns, Mitglied der SPD, Mitglied des Landtags und Präsidentin des Landtags in Brandenburg und macht sich verdient in unterschiedlichen Funktionen für die Verbesserung der Einkommen von
KünstlerInnen. Frau Liedtke, machen wir einen kurzen Mikrotest. Sind Sie bei uns? Ja, ich bin bei Ihnen. Sie sehen mich wahrscheinlich auch. Ja, hervorragend. Herzlich willkommen. In Brandenburg gibt es ja seit 2017 eine verbindliche Ausstellungsvergütung für Ausstellungen in Einrichtungen der Landesverwaltung. Wie funktioniert sie, diese Ausstellungsvergütung, und welchen Umfang hat sie? Hintergrund dieser Frage ist natürlich auch, erfüllt sie denn ihren Zweck? Hat sie ihre Wünsche erfüllt? Ja, ich war ja von 2014 bis 2019 kulturpolitische Sprecherin im Landtag in der SPD-Fraktion. Und mir war wichtig, einerseits die Ausstellungsvergütung durchzukriegen und andererseits auch auskömmliche Löhne für freie Musiker und Vokalsolisten. Also beide Mindeststandards im Grunde genommen. Die Leitlinie des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kultur für professionelle Künstlerinnen und Künstler hinsichtlich der Ausstellungsvergütung sieht vor, dass der Profi finanziert wird, also nicht eine Produktionsfinanzierung, sondern eine Ausstellungsvergütung bekommt für die Nutzung unveräußerlichter Werke, dass es Kriterien gibt in Form von, er muss entweder studiert haben oder er muss den Nachweis einer vorrangig bildkünstlerischen Tätigkeit bringen. Das heißt, er muss schon ausgestellt haben oder muss ein Publikationsverzeichnis vorweisen können. Und er muss in Brandenburg wohnen. Also die Kriterien sind, würde ich mal sagen, relativ niedrig gehängt. Die Art und der Umfang dieser Finanzierung staffelt sich nach Einzelausstellung, Kleingruppenausstellung oder Gruppenausstellung. Wir haben uns da wirklich nach den BBK-Leitlinien gerichtet, aber es wurde dann für Brandenburg angepasst. Also Einzelausstellung, ein bis zwei Künstlerinnen bekommen dann 1.000 Euro pro Künstlerin. Bei einer Kleingruppenausstellung 3 bis 10 Künstlerinnen, Künstler 350 pro Künstlerin, Künstler. Und bei der Gruppenausstellung ab 10 Künstlerinnen und Künstlern 150 pro Person. Es ist jetzt den Landesverwaltungseinrichtungen auch noch empfohlen worden, sich an der KSK zu beteiligen, also von der Honorarsumme entsprechend dann auf KSK abzuführen. Das müssen sie aber nicht, aber ich fand es trotzdem gut, dass man wenigstens darauf hinweist. Wo liegen die Probleme? Ist ganz klar, es betrifft nur die Einrichtungen der Landesverwaltung. Ich habe also auch sofort einen Minister gehabt, der mir gesagt hat, dann hänge ich ab sofort keine bildende Kunst mehr, dann hänge ich Schülerzeichnungen hin. War ich natürlich stinksauer, aber es ist einfach die Reaktion gewesen, dass man mir gesagt hat, wenn das jetzt durchkommt, wird es weniger Ausstellungen geben, dann wird weniger Geld da sein. Ich habe mich da überhaupt nicht beeindrucken lassen, denn ich hatte dasselbe Problem bei den Musikern natürlich, dass man da gesagt hat, wenn wir jetzt auskömmliche Löhne zahlen, und da war es wirklich auch ganz furchtbar, dann wird es dazu führen, dass Konzerte ausfallen. Naja, das ist so eine Übergangsphase, die gibt es auch, wenn man jetzt den Mindestlohn hochsetzt, dass erstmal in einer Übergangsphase vielleicht wirklich weniger stattfinden kann. Und dann sortiert sich das aber und man muss, diese Übergangsphase einfach auch bewältigen. Also wir sind zufrieden mit diesen Leitlinien auf Landeslinie. Ich glaube, da ist auch der Verband Bildender Künstlerinnen und Bildender Künstler sehr froh drüber. Aber wir haben es nicht geschafft, das auf die kommunale Ebene runterzubrechen. Die Kommunen sind auch durch Corona jetzt gerade ganz konkret in einer sehr schlechten Situation und können das einfach nicht zahlen. Das ist, glaube ich, der Haken. Also nur Land und nicht in der Kommune. Jetzt ist natürlich die Frage, was macht man dann? Wie geht es dann weiter? Und da komme ich immer wieder zum Kulturfördergesetz, wo man verankern muss, was man alles tut, also diese vielen kleinen Gesetze, die da entstanden sind, zusammenfassen und auch die Verwerfungen ausschließen. Also eine Verwerfung ist im Musikbereich zum Beispiel, dass es da Sondergenehmigungen gibt, den Mindeststandard nicht zahlen zu müssen. Ich meine, dann braucht es auch keinen Beschluss des Landtages zu geben, wenn das Ministerium Sondergenehmigungen ausreicht. Also Frage Kulturfördergesetz, diese Dinge tatsächlich festhalten. Und was macht der Landtag selber? Der hat eine große Ausstellung bildender Kunst, die als Ganzjahresausstellung im Landtag Brandenburg läuft. Bisher waren das Museen, die ausgestellt haben oder Ausstellungsbetriebe. Jetzt ist es der Verband bildender Künstlerinnen und Künstler in Brandenburg, was ich sehr schön finde. Einfach deshalb, weil ein Verband natürlich wieder ganz anders guckt als das Museum, was ja schon durch den Ankauf kuratiert hat. Und dann gibt es sehr viele Ausstellungen auf den Fluren der einzelnen Parteien.
Und ich glaube, das Problembewusstsein, dass man Mindeststandards zahlen muss, das haben wir durchsetzen können. Vielleicht so weit ist man. Herzlichen Dank, Frau Liebke, für den Bericht und auch für die klare Benennung der Grenzen dessen, was hier möglich ist. Wir wechseln wieder die Ebene und gucken auf die Bundesebene. Herr Grundl, wo sind Sie denn? Wollen wir auch Ihr Mikrofon einmal kurz testen? Hervorragend. Herzlich willkommen auch Ihnen. Herr Grundl, aktuellen Umfragen zufolge könnte Ihre Partei bei der nächsten Bundestagswahl am meisten Stimmen bekommen. Und vor diesem Hintergrund freut es uns natürlich in dieser Runde, dass Sie sich schon lange für die Verbesserung der sozialen Lage von KünstlerInnen und Kreativen stark machen. Sie sind bei Bündnis 90 Die Grünen, für Bündnis 90 Die Grünen im Bundestag, sind Sprecher für Kulturpolitik und Obmann im Kulturausschuss. Trotz dieser Freude fehlen ja momentan die spezifischen Forderungen nach Ausstellungs-, Honorar- und Ausstellungsvergütung im Programmentwurf Ihrer Partei für die Bundestagswahl und auch im letzten sehr umfangreichen und sehr begrüßenswerten Antrag von März 2021. Deswegen an Sie zunächst die recht schlichte Frage, sollte es ein verbindliches Ausstellungshonorar oder eine verbindliche Ausstellungsvergütung in Deutschland geben? Also Frau Post, erstmal vielen Dank für die Einladung. Freut mich sehr. Ich freue mich auch über die Initiative und damit sage ich Ihnen das ja quasi schon. Also aus meiner Sicht ist es absolut überfällig. Sie haben es im Wahlprogramm angesprochen, es stimmt, da steht nichts drin drüber. Wir haben trotzdem, der Kulturbereich ist relativ prominent vertreten in unserem Antrag über die soziale Stellung der Kulturschaffenden. Da ist es aber drinnen, aber vielleicht haben Sie es übersehen, da kann ich Ihnen gerne zeigen. Aber es geht eigentlich, glaube ich, gar nicht so sehr darum, was man dann vorher oder ja, es geht schon darum, was man formuliert, natürlich. Aber dann sehen Sie es mir nach, wenn Sie drüber geschaut haben. Ich nehme gern das auf, was Frau Seifert und Frau Liedtke gesagt haben, weil natürlich ist aus meiner Sicht das geprägt von Good Practice-Beispielen, wie es Frau Seifert skizziert hat auf kommunaler Ebene oder dann die wirklich Länder, die da in die Vorleistung gegangen sind, auch um das Bewusstsein zu kreieren. Also Brandenburg, Berlin, Hamburg, kann man ruhig sagen, dass das Modelle sind, die wir als grüne Kulturpolitikerinnen auch sehen als Modell für eine Möglichkeit, das auf Bundesebene die Ausstellungsvergütung hinzubekommen. Also es heißt ja beim Land Berlin geförderte Ausstellung oder also alle von der öffentlichen Hand geförderte Ausstellungen im Kommunal oder in kommunalen Galerien. Und dann die Honorare gestaffelt, gehe ich jetzt nicht mehr im Detail drauf ein. Mir geht es darum, eben das auf Bundesebene einzuführen und Ziel ist es, in den von der Bundeskulturpolitik geförderten Einrichtungen eine Ausstellungsvergütung einzuführen und durch diese Aktivität auch auf die Länder einzuwirken, damit es eben dann bestenfalls ein einheitliches System gibt und mit einer verbindlichen Ausstellungsvergütung in allen Ländern. Es geht uns dabei natürlich nicht, oder das heißt natürlich, der kommerzielle Bereich ist ausgespart. Damit folgen wir auch den Leitlinien, soweit es mir bekannt ist, der Ausstellungsvergütung der BBK. Die kommerzielle Galerien auslassen, vor allem auch, weil wir hier nicht kleinen alternativen Ausstellungsorten in freier Trägerschaft Auflagen machen wollen. Da sind unsere Grenzen zurzeit eingezogen. Ich glaube, insgesamt muss das Ziel sein, dass man Künstlerinnen, Kreative und all diejenigen, auch die im Umfeld arbeiten und die Kunst erst möglich machen, dass wir die sozial besser absichern. Und die Ausstellungsvergütung ist für mich da ein entscheidender Beitrag dazu. Und wir wollen eben, ich habe mir aufgeschrieben, Duchamp hat gesagt, aber ich zitiere lieber eine Anekdote von Klaus Kinski, fällt mir da gut immer ein, über die Wertigkeit von Kunst und Kultur, als ihn ein Journalist nach einer Lesung das Mikrofon hingehalten hat und gesagt, können Sie mal noch ein Gedicht von Arthur Rimbaud zitieren. Und Kinski hat ihn dann rausgeschmissen, also körperlich rausgeworfen. Also ich stehe nicht auf Choleriker und Cholerikerinnen, aber natürlich hatte Kinski recht, diese Selbstverständlichkeit oft, wo
ja, wo die Öffentlichkeit dann das ausnützen will, dass die Kreativen, die Kulturschaffenden, die Künstlerinnen und Künstler die Begeisterung, die, was sie machen, eben immer bereit sind, diese Selbstausbeutung ist ein ganz großes Problem, dass man dann von Anfang an in diese Schiene geht. Nein, es ist wirklich wichtig, da mit breiter Brust aufzutreten, auch die Wichtigkeit der Kreativwirtschaft, was das Ganze abbildet, auch die Wichtigkeit für eine Gesellschaft. Herr Kresser vorhin gesagt, es ist nicht systemrelevant, da hat er recht. Ich würde nie sagen, Kultur ist systemrelevant, aber es ist gesellschaftsrelevant. Höchst gesellschaftsrelevant für eine freie und offene Gesellschaft, absolut. Und da sehe ich die Kulturpolitik vor allem dann auch auf Bundesebene in der Pflicht, da hinzuwirken. Also wird die Ausstellungsvergütung als Teil Ihres Maßnahmenpakets um die Besserstellung von Kreativen Teil Ihrer Politik sein in den nächsten Jahren? Ja, definitiv. Und es gab auch in der Vergangenheit schon immer wieder Anträge dazu. Ich glaube, ich bin erst seit 2017 im Deutschen Bundestag. Und ich habe mal in den Annalen geforscht, also mindestens seit 2010, wenn nicht schon 2006, gab es immer wieder Anträge der Grünen Bundestagsfraktion, die Mindesthonorare einzuführen. Wie Sie wissen, gibt es zurzeit keine Mehrheit dafür. Vielleicht ändert sich das auch. Ich denke aber auch, dass sich die Sichtweise drauf, gerade jetzt in Zeiten der Pandemie, auch bei denen verändern kann, die bis vor kurzem eben noch nicht dieses Ziel verfolgt haben. Ja, diesen Eindruck haben wir tatsächlich auch. Herzlichen Dank, Herr Gründel. Bleiben Sie bei uns. Wir kommen sicher nochmal darauf zurück. Ich würde jetzt gerne überleiten zum nächsten Block, beziehungsweise Susanne Jaschko das Wort erteilen. Ja, herzlichen Dank. Ja, nachdem wir jetzt einige gute Ansätze gehört haben, wie man tatsächlich künstlerische Arbeit fair vergüten könnte, wie man einheitliche Strukturen schaffen könnte, kommen wir jetzt zu dem Block, in dem es tatsächlich um die ökonomische Realität geht, die ökonomische Realität, die in der Produktion von bildender Kunst liegt. Und wir haben drei Künstlerinnen eingeladen, die eben daraus berichten werden und die auch in eigenen Kunstprojekten, selbstorganisierten Kunstprojekten diese ökonomische Realität mitgestalten. Ökonomie in der bildenden Kunst ist eben nicht einheitlich, ist sehr differenziert, sehr heterogen, ist ein komplexes Wirtschaftssystem, das eben von unterschiedlichen Bereichen gespeist wird, Kunstmarkt, öffentliche Förderung, Verwertungssystem von Kunst und natürlich auch noch, wenn man so möchte, die Lehre, die zumindest als Einnahmequelle für viele Künstler eine große Wichtigkeit hat. Und die Einkünfte von bildenden Künstlern setzen sich tatsächlich aus diesen unterschiedlichen Bereichen zusammen. Drei Künstlerinnen werden uns nun ihre Sicht der Lage vermitteln, werden aus ihrer Praxis, der künstlerischen Praxis, berichten und zu ihrer wirtschaftlichen Situation. Und was eben alle drei Künstlerinnen vereint, ist, dass sie Orte der Kunst geschaffen haben, Kunsträume ins Leben gerufen haben, die an der Schnittstelle zwischen Öffentlichkeit, öffentlichem Raum und bildender Kunst stehen. Diese Offspaces sind natürlich von öffentlicher Förderung abhängig, sind keine Institutionen mit großen Budgets, sondern eben mit sehr knapp kalkulierten Projektbudgets. Aber es sind eben auch exemplarische Kunsträume, wenn man so möchte, weil sie nämlich für die Heterogenität, die Breite tatsächlich von heutiger künstlerischer Produktion stehen. Und da stellt sich natürlich auch die Frage, inwieweit so etwas wie ein Ausstellungshonorar oder die Vorstellung von einer geregelten Vergütung künstlerischer Praxis an diesen Stellen tatsächlich greifen können und in diesen Systemen greifen können. Beginnen wir mit Christiane Limper. Sie ist freischaffende Künstlerin. Ihr Arbeitsschwerpunkt liegt auf Installation, Fotografie und Grafik. Sie lebt in Flensburg. Sie verwirklicht auch partizipatorische Projekte, die so zwischen Kunst, Wissenschaft und Wirtschaft angesiedelt sind und
Mit einem Projekt, der Projekt Stadtbesetzung, bringt sie Urban Art direkt zu den Menschen. Also Kunst im öffentlichen Raum, findet im öffentlichen Raum statt und direkt bei den Menschen. Vor dem Hintergrund ihrer eigenen Situation als bildende Künstlerin, aber eben auch im Hinblick auf diese partizipatorischen Projekte, möchte ich Sie um Ihren Input bitten. Zur Frage, wie sehen Sie die Forderung nach einer gerechteren Bezahlung von Künstlerinnen und was ist dazu nötig? Und wie stehen Sie auch vielleicht zu einer gesetzlichen Verankerung eines Ausstellungshonorars? Frau Limp, falls Sie sind da, dann übergebe ich Ihnen gerne das Wort. Hallo, noch einmal. Ja, hallo. Hallo. Meine Internetverbindung ist leider etwas instabil. Kann man mich hören? Ja. Also sie bricht manchmal ab, aber dann meist nur sehr kurz. Und ich hoffe, wir kommen jetzt, haben jetzt gerade eine kurze Phase, wo es gut funktioniert. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich darüber, was dazu zu sagen. Und zwar, ja, Richtlinien zur Bezahlung und zur faireren Bezahlung für sowohl Ausstellungshonorare als auch Honorare für mich eigentlich unbedingt alle Kunstausrichtungen und auch natürlich interdisziplinäres Arbeiten wäre absolut mein Wunsch. Die Frage nach einer gesetzlichen Verankerung empfinde ich nicht sozusagen als ganz mein Einschätzungsbereich. Da fand ich jetzt schon die Beiträge, die jetzt gekommen sind, schon sehr schön aus dem politischen Bereich, die sozusagen das schon so ergänzend für mich ja weitergeführt haben, was da möglich ist, und würde das deswegen jetzt nach dem, was ich gehört habe, schon begrüßen. Aber das ist nicht mein Spezialgebiet. Und insofern ja, Bezahlung auf jeden Fall und sehr gerne auch besser. Das würde auch meine Situation. Jetzt haben wir sie verloren. Kombination aus partizipatorischen Projekten. Wieder da? Ja. Ja. Also ich lebe von meiner Kunst in einer Mischform aus partizipatorischen Projekten und Ausstellungen, Installationen, also verschiedenen Bereichen. Aber ich nenne das immer ein bisschen auch Überleben. Ich weiß, dass das schon viel ist, das geschafft zu haben. Und ich verbinde das auch immer mit einer sehr hohen Lebensqualität, die ich dadurch trotzdem habe. Und darum ist mein Ansatz ja der, dass ich mir wünschen würde, dass die Kunst frei bleibt. Also dass Ausstellungshonorare und auch generell Honorare gezahlt werden, auch gerne nach Richtlinien. Aber die bitte, und ich sage das mal etwas provokativ, dass die KünstlerInnen dort nicht sozusagen so zum Kasper gemacht werden, eine gesellschaftliche Funktion, ein Workshop, eine Partizipation sozusagen schon von vornherein für die Vergabe der Gelder sozusagen als Bedingung gilt. Weil da habe ich ein bisschen festgestellt, das gilt gerade für die Partizipation, dass dann eine Verwässerung stattfindet und diese eigentlich sehr schönen Ausschreibungen, wo ich finde, die Kunst an alle Orte zu tragen, auch in den ländlichen Raum, in unterschiedliche Bereiche, dann aber trotzdem für viele. Warten wir noch kurz ab. Wichtig, dass es halt so bleibt. Alles gut. Wieder da? Ja. Mal kurz. Also mein absoluter Wunsch ist, dass dort in der Bezahlung auch eher der Trend wieder mehr dahin geht, dass also, wie gesagt, jeder in der Freiheit, wie er arbeitet, interdisziplinär und in Stadtteilen, aber dass auch die Ausschreibungen trotzdem so bleiben, dass sie frei sind von solchen Bedingungen und dass auch gerne die Aufwendigkeit der Antragstellungen sozusagen so gering wie möglich gehalten wird, weil es gibt so ein bisschen unter Künstlern den Witz, schon lange machst du auch zu 80% Anträge oder stellst du auch zu 80% Anträge und machst zu 20% Kunst, und das ist nun schon seit einigen Jahren so. Und da ich auch grenzüberschreitend arbeite mit großen Projekten, weiß ich, dass das teilweise schwierig ist einzuhalten, aber ich glaube, dass da diese Möglichkeit, man stellt einen kleineren Antrag vor, wo der Künstler sich erstmal
mit etwas kleinerer Idee bewirbt und man setzt dann hinterher vielleicht die größeren aufwendigen Verfahren hinten an, wenn schon eine Vorauswahl getroffen wird, dann wäre das eine große Erleichterung. Und ich fände es auch wichtig, die Honorare in der Kulturförderung festzulegen, damit da nicht, was immer noch oft der Fall ist, letztendlich die KünstlerInnen am Ende mit einer, ja, im schlechtesten Fall Aufwand. Also Bereiche, die dazugehören, dann selbstverständlich bezahlt werden. Das sind so aus meiner Praxis die, ja, die Erfahrungen und auch ein bisschen die Missstände. Mhm. Ja, das war ja schon ganz viel. Also ein paar ganz konkrete Ansätze. Spannend finde ich auch tatsächlich die Forderung nach einer vereinfachten Antragstellung. Wir haben ja jetzt in der Pandemie festgestellt, dass sowas tatsächlich möglich ist. Ja. Vereinfachte Antragstellung, genau. Und dass das mit eben einer Vergütung nicht noch eine weitere bürokratische Hürde geschaffen wird. Weder für die Künstler, die sich vielleicht eben um Ausstellungshonorar auch selber bewerben können, noch für die Institutionen, die das dann eben für die Künstler tun. Vielleicht eine konkrete Frage. Gibt es Ihrer Erfahrung nach eben tatsächlich ein Wissen in der Bevölkerung, wie künstlerische Arbeit vergütet wird? Oder ist da immer noch ein großer Nebel? Wie sie ja, genau. Also wie sich tatsächlich sozusagen die Realität eines künstlerischen Einkommens sozusagen gestaltet. Hallo? Ja, bin ich jetzt wieder da? Okay, dann haben Sie die Frage nicht verstanden. Doch, ich habe die Frage gehört, aber nicht verstanden. Okay. Ja, mich interessiert einfach, inwieweit tatsächlich, weil Sie ja auch eben durchaus sehr, also partizipatorische Projekte machen, Projekte, die sozusagen vielleicht nicht sofort auch als Kunst verstanden werden, genau, ob es da in diesem Bereich tatsächlich auch sozusagen für diese Art der Tätigkeit, für diese Art der künstlerischen Arbeit eben ein Verständnis gibt und beziehungsweise auch sozusagen, wie sich da eine Bezahlung draus ergibt, also wie sich sozusagen etwas finanziert. Ja, jetzt verstehe ich. Also das ist schon oft noch sehr viel Überzeugungsarbeit für Innovation notwendig. Also teilweise ist es auch schade, dass leider die gerade auch zum Beispiel grenzüberschreitenden Projekte dann eigentlich diesen Bereich gar nicht so sehr vorsehen, sozusagen. Und ich habe die Erfahrung allerdings gemacht, dass das eben sehr unterschiedlich gehandhabt wird und oftmals auch sehr positiv. Vorherrscht, wo man mit den Kooperationspartnern arbeitet. Okay. Bin ich noch zu verstehen? Ja, genau. Sie waren zwischendurch kurz nochmal weg. Aber es hat, glaube ich, alles geklappt. Ja. Es geht um die Kooperationspartner, das ist sehr unterschiedlich. Ich fände das schon so, dass ich glaube, dass es echt ganz wichtig ist, das Bild von der Kunst sehr viel weiter zu fassen. Was bei mir immer wäre, dass Künstler Menschen sind, die sich mit der heutigen Zeit beschäftigen, im weitesten Sinne. Und das wäre dann halt auch das, wo die unterschiedlichsten Sachen gewagt werden könnten, wo ich wieder mit bei der Freiheit der Kunst wäre. Und in der Praxis ist es bei mir ganz unterschiedlich. Also auf musealer Ebene wird zum Beispiel zum Teil gesagt, wir zahlen jemanden, der hierher kommt und ein Konzert macht oder jemanden, der was aufführt als Clown, bezahlen wir automatisch ein Honorar. Und da habe ich schon erlebt, dass ganz, ganz toll die Honorare von KünstlerInnen auch dort super angepasst worden sind. Umgekehrt gibt es eben manchmal große Schwierigkeiten, an Überzeugungsarbeit an Stellen zu leisten, wo man eigentlich denkt, da müsste es eigentlich schon etwas fortgeschrittener sein. Also ich glaube, da gibt es eine große Bandbreite. Und trotzdem ist es, so wie ich schon eingangs sagte, für mich einerseits toll, ja.
vorhandenen Dankbarkeit, das hier in diesem Land so machen und leben zu können, weil ich nicht glaube, dass das überall so ist und dass auch, also, dass ich den Vergleich, der Vergleich geht immer in die eine und die andere Richtung, möchte ich auch mal sagen, dass ich auch finde, dass wir hier so diskutieren und dass es da weiter nach vorne geht, ist auch eine positive Möglichkeit. Dankeschön. Dankeschön, Frau Limper. Kommen wir zu Annegret Frauenloh. Sie ist freischaffende Künstlerin und Vorsitzende des Vereins, der eben den Kunstraum Herr Fleischer in Halle betreibt. Herr Fleischer ist ein ehemaliger Zeitungskiosk am Rheileck, der zu einem Ausstellungs- und Veranstaltungsort zweckentfremdet wurde. Und das Projekt wurde vor 11 Jahren aus einer studentischen Initiative heraus gegründet. Sie selbst ist Buchkünstlerin. Als solche arbeitet sie in einem Feld, in dem der Kunstmarkt oder eben auch Präsentationsvergütung bislang eine untergeordnete Rolle spielen. Ich vermute, Sie können nicht von der Produktion und vom Verkauf Ihrer Kunst leben, aber dazu gleich eben auch eine konkrete Frage. Und auch Sie möchte ich um einen kurzen Input bitten, vielleicht auch vor dem Hintergrund der Frage, was wären Ihre Forderungen an die Politik, aber eben auch an die Institutionen, wenn es eben um eine Festlegung von Ausstellungsvergütung bzw. Honorierung künstlerischer Arbeit geht. Frau Brunn. Ja, danke für die Einladung auch von meiner Seite. Ich kann mich an ganz vieles anschließen, was meine Vorrednerin gesagt hat. Jetzt muss ich mich fast neu sortieren, was ich jetzt noch ergänzen kann. Genau, vielleicht daher noch mal kurz der Blick auf den Verein, in dem ich aktiv bin. Wir, wie auch schon gesagt wurde, wir haben uns ja aus einer studentischen Initiative heraus entwickelt. Wir haben da 2009 mit angefangen und eigentlich gelernt, was es bedeutet, eine künstlerische Praxis da im öffentlichen Raum durchzuführen, indem wir mit anderen Künstlerinnen und Künstlern in Kontakt gekommen sind, die schon länger im, nennen wir es mal, Geschäft waren. Die uns dann eigentlich daran geführt haben, was muss man denn jetzt eigentlich machen, um das auf solide Beine zu stellen? Und da sehe ich schon einen großen Fortschritt, also vor allem durch die Initiative, dass da ein Wissen darüber geteilt wird. Das finde ich enorm wichtig und was eben auch eine Forderung ist, dass da auch in der Politik weiter diese Ideen weitergetragen werden und Verständnis dafür erwirkt wird, weil es gibt kaum etwas Anstrengenderes, als wenn man, nachdem man diesen 5 Seiten, was weiß ich, wie vielseitigen Förderantrag erstellt hat, dann zur Kulturausschusssitzung geht und erstmal erklären muss, warum man eigentlich da ist, so in etwa. Genau, also da finde ich auf jeden Fall diese Vermittlung von dem Wissen, was es jetzt gibt, ganz wichtig. Ja, wir arbeiten eben nicht mit so Standard-Ausstellungen, nenne ich es jetzt mal, wie es kommt eben die Grafikerin XY und hängt ihre Werke an die Wand. Dadurch, dass wir uns im öffentlichen Raum befinden und den Ort auch ganz gezielt ausgewählt haben als Ort für Kommunikation und als Schnittstelle zwischen Kunst, Design und, nennen wir es, der Bevölkerung, dem Rest der Welt, finden da immer wieder Projekte statt, die so ein bisschen aus dem Raster fallen, wo es uns auch ganz schwer fällt, im Vorlauf, in der Planung zu sagen, wir brauchen dies und jenes Budget. Also wir arbeiten mit Pauschalen, weil wir es teilweise auch nicht exakter einschätzen können und sind eigentlich auch sehr darauf angewiesen, dass Förderer dann insofern flexibel reagieren können, hinsichtlich Kostenverschiebung zu sagen, das Projekt hat sich als sehr viel aufwendiger herausgestellt. Wir würden gern das Honorar an der Stelle erhöhen, zum Beispiel. Da irgendwo eine Flexibilität zu haben, wäre für uns auf jeden Fall auch hilfreich, weil wir eben genau Projekte für diesen Ort entwickeln, die vorher noch niemals irgendwo stattgefunden haben. Genau, ansonsten beschäftigt uns auch viel, jetzt habe ich kurz einen Hänger, was beschäftigt uns denn so viel? neben der Planung, wie hoch ist denn eigentlich unser eigener Bedarf?
die Wertschätzung dessen, was diesen Bereich der Kunst angeht, nicht zu wissen, ist das jetzt schon Kunst? Ist das Soziokultur? Oder auch zu sagen, ja, ist doch egal. Also partizipative Projekte, ganz klar, die finden eben an so einer Schnittstelle statt. Professionelle Künstler arbeiten mit Semiprofessionellen oder eben auch mit Laienkünstlern zusammen. Und da auch ein Verständnis für zu entwickeln, dass das dennoch der professionelle Künstler sein Honorar braucht. Also er lebt, so, die Person muss davon leben. Und genau, da geht es viel für mich darum, Verständnis dafür zu entwickeln, auf verschiedenen Ebenen. Ja, danke schön. Eine konkrete Frage, also direkt zur Praxis. Sie sagten, Sie arbeiten ja schon mit Pauschalen. Das heißt, es bekommt jeder Künstler, jede Künstlerin, die bei Ihnen etwas macht, eine Art Honorar. Aber diese Honorare sind zum Teil nicht angemessen, wenn ich das richtig verstehe. Weil, wenn ich mich nicht täusche, liegt es so um 600 Euro. Man kann ja auch durchaus mal eine Zahl nennen. Weil eben so ein Betrag wie 600 Euro in keiner Weise das widerspiegelt, was manche Künstler an Zeit, an Arbeit, an Grips, an Inspiration da reinpacken. Wie könnte das denn aussehen? Wie könnte man, gibt es überhaupt eine Möglichkeit sozusagen, da realistischer zu planen, eben für in so einer doch ja, sag ich mal, in so einem kleinen Projekt. Genau, da bin ich mir selbst auch nicht sicher, wie wir das besser machen können. Also Erfahrungsaustausch ist dafür auf jeden Fall etwas sehr Wichtiges, auch mit anderen Projekträumen, die in dem Bereich arbeiten und auch die Kommunikation mit den Künstlerinnen und Künstlern, die ja immer mit dabei sind, wenn wir Förderanträge erstellen. Das ist jetzt auch meine Sicht, dass so aus der Erfahrung, dass es immer Projekte gibt, die denken, also die Künstlerin, der Künstler denkt selbst, 600 Euro haut hin, wird klappen und für viele stellt sich das tatsächlich selbst auch erst während des Projektes heraus, dass sie es unterschätzt haben. Insofern, also wir sind mit den Künstlerinnen und Künstlern vorher im Gespräch und ein Punkt ist, dass es teilweise selbst für die Künstlerinnen und Künstler schwer ist, vorher einzuschätzen. Der zweite Punkt ist, dass an so einem Ort eine Ausstellung zu machen, begeistert Künstlerinnen und Künstler sehr schnell. Das hat einen Charme und das setzt ihnen, glaube ich, manchmal auch eine rosa-rote Brille auf, das dann so hinzunehmen und zu sagen, okay, die Materialkosten sind ja extra, Fahrtkosten gibt es. Gut, das mit der Zeit, das wird schon klappen. Aber die Selbsteinschätzung bei Künstlerinnen und Künstlern ist teilweise auch ein Punkt, der da mit reinspielt, das nicht zu fordern. Ja, danke schön. Ich glaube auch, wir sind alle durchaus trainiert in unserem Bereich, in der Selbstausbeutung. und auch das muss geübt werden in Zukunft, dass wir einfach da auch uns professioneller aufstellen, glaube ich. Kommen wir zum dritten Sprecher in unserer Runde, Oliver Garte. Nach dem Studium der Bildhauerei hat er seine Praxis um das Medium Film erweitert. Zu seinem Repertoire gehören neben Installationen, Zeichnungen eben auch partizipatorische Projekte. Und er hat gemeinsam mit anderen bis vor kurzem den Gasthof Worringer Platz in Düsseldorf betrieben. Das ist ein Kunstort, ein Glashaus an einem Straßenbahnknoten. Punkt direkt neben dem Hauptbahnhof in Düsseldorf, wo soziales Leben und bildende Kunst aufeinandertreffen. Das Projekt wurde und wird von der Stadt Düsseldorf gefördert und Oliver Garte wird uns von diesem Kunstprojekt, von diesem Raum und seinem Konzept und seiner Ökonomie berichten. Herr Garte, bitte. Ja, okay. Das ist jetzt viel, genau. Wo fange ich da an? Ich knüpfe jetzt einfach mal an die Annegret Frauenlob. Ich fand das
ganz schön, was sie gesagt hat, dass dieser, also dieser Herr Fleischer ist einfach ein Projekt, wo KünstlerInnen dann Lust haben, da auch was zu machen. Und das heißt, diese, ich habe eben so schon mal gesagt, es gibt da immer so eine Mischkalkulation, aber die muss natürlich dann auch stimmen. Ne? Also man macht Projekte mit, weil man das Projekt sympathisch findet. Das haben wir im Gasthof Wollinger Platz tatsächlich auch. Da muss viel Herzblut immer mit dabei sein, weil auch wir können, uns ist das absolutes Dogma, dass die KünstlerInnen nicht bezahlt, aber vergütet werden. Das liegt auch in der Regel deutlich höher als 600 Euro. Aber das kommt trotzdem nie hin, weil wenn ich ein Projekt für 3000 Euro mache, wo ich komplett auf einem so schwierigen Platz eine Konzeption überlege und die dann auch noch realisiere, dann muss ich ehrlicherweise sagen, 3000 Euro für so eine Konzeption ist angemessen bezahlt, aber nicht für ein ganzes Projekt. Und so sind wir also auch da an so einer, an so einem Konflikt, also dass wir im Grunde genommen uns so eine klare, gute Bezahlung und ein Stundensätze wünschen, die angemessen sind, aber das dann letzten Endes immer so auch auf der Kante hängt. Denn man will Projekte realisieren und wenn man jetzt, wenn wir jetzt, sage ich mal, 4-5 Projekte im Jahr realisieren, dann und die sind dann, sage ich mal, mit so einem Stundensatz von 60 Euro die Stunde auch für die Konzeption angemessen bezahlt, dann hängen wir einfach, das haben wir so nicht geschafft. Also die Mittel hatten wir nicht. Bei uns war das schon sehr besonders, dass wir mit dem Projekt im Grunde genommen auch ein anderes Denken initiiert haben im Kulturamt in Düsseldorf, weil als wir das Projekt begonnen haben, das war 2002, da war das noch völlig üblich, dass man, sag ich mal, im Sinne von Ausstellungsunterstützung vom Kulturamt, ich sage jetzt mal plakativ, den Eimer Farbe bekommen hat, damit man eine Wand streichen kann und dann kann der Künstler da Nägel reinhauen und dann ausstellen. Also diese Idee, dass ähnlich wie in der Musik ein Künstlerhonorar selbstverständlich ist, auch im Kulturamt gibt es da einen Unterschied, gab es da einen Unterschied. Ne? Das Kulturamt Musik hat da deutlich anders agiert und war da viel innovativer als das Kulturamt Bildende Kunst. Das liegt auch ein bisschen daran, und da hat sich ja zum Glück viel geändert, die Vorstellung, dass jetzt, dass wir von Ausstellungshonorar sprechen, also die Künstler sind ja froh, wenn sie ein Forum kriegen, wo sie ihre Sachen zeigen können. Fand ich auch gut, was die Anke Schierholz da in dem Zusammenhang über die darstellende Kunst gesagt hat. Ne? Also, dass man dann einfach froh ist und einen Raum hat, um seine Sachen zu zeigen, mag ja irgendwie noch so auch daherkommen, dass Bilder, sage ich mal, man will die das ist die Ware und die Ware muss gezeigt werden und dann wird sie verkauft und dann bin ich vergütet. Und gerade in den Projekten, ich denke, bei allen drei KünstlerInnen, die jetzt hier eingeladen sind, ist das der Fall, dass wir längst auch andere Formate suchen und Formate suchen, die kulturell extrem relevant sind. Das zeigt sich jetzt auch, finde ich, in der Pandemie, also dass man eben mit dem öffentlichen Raum, mit anderen Orten, mit dem draußen agiert und arbeitet und da eben eine kulturelle Arbeit verrichtet, die einfach so nicht gewertschätzt wird, wie sie eigentlich gewertschätzt werden müsste. Und das war für uns im Projekt aber von vornherein klar, wir haben begonnen mit einer künstlerischen Arbeit, die bezog sich eigentlich nur darauf, dass man Kommunikation auf dem Platz stattfinden lässt. Das heißt, KünstlerInnen mussten 1:1 agieren. Das heißt, wir waren dann sowieso an einem Punkt, der performativ ist und der nicht mehr, ich gebe dir mal ein Bild und du hängst das auf, du bist der Galerist, du machst das schon und dann kriegen wir das schon vertickert. Also das hat es gar nie gegeben, also so in meiner Arbeit. Also es geht dann immer darum, Räume zu öffnen und die anders wahrzunehmen und eben dann auch in Kommunikation zu treten. Und diese Kommunikationsidee, das haben wir dem Kulturamt dann klar machen können, dass das künstlerische Arbeit ist. Also dass da eben
das künstlerische Format in diesem, die beiden anderen haben es ja auch schon in so eine Richtung Partizipation eigentlich genannt, ist ja klar, dass man dann eben auch in Kommunikation tritt mit einem mit einer Lebenswelt, ne? Also mit einem sozialen Raum, und der soziale Raum, mit dem kommuniziert man. Das heißt, man kann dann, man kann nicht sagen, ja, prima. Also das kann nur ein Projekt sein, was dann in irgendeiner Form finanziert ist. Ich kann nicht danach mit dem Hut rumgehen und Geld einsammeln dafür, dass ich jetzt irgendwie eine tolle Performance gemacht habe. Das wäre ziemlich unangemessen. Ja, danke. Ich muss an der Stelle, denke ich, kurzes Zeichen geben, weil wir auch schon ein bisschen hängen in unserem Zeitplan, und verkneifen mir die Frage an Herr Gater. Vielleicht kommt sie nachher noch in der Diskussion dann nach vorne. Herzlichen Dank an alle drei in diesem Blog für die Einblicke, die Offenheit, auch über die Projekte und die Probleme der Projekte vielleicht zu sprechen. Und damit möchte ich an Lisa weitergeben für unseren letzten Input-Block. Herzlichen Dank. Wir haben ja in den ersten zwei Blöcken jetzt relativ konkret versucht, die Ausstellungsvergütung zu beschreiben in ihren strukturellen Möglichkeiten und auch in ihrer Rolle in der tatsächlichen Praxis von Künstlerinnen und Künstlern. Wir wollen jetzt versuchen, den Blick zu weiten, denn wir haben ja immer wieder auch die Grenzen dessen kennengelernt, was in dem System, in dem aktuellen System möglich ist. Wir wollen den Blick also weiten hinsichtlich eines größeren, eines systemischen Wandels, von dem die Ausstellungsvergütung vielleicht nur ein Teil ist. Ich freue mich sehr auf den ersten Beitrag in diesem Blog von Heike Rausch. Heike Rausch ist Sprecherin der Koalition der Freien Künste im Bereich der bildenden Kunst in Frankfurt und selber auch Künstlerin. Heike Rausch, direkt an Sie. Ist die Ausstellungsvergütung aus Ihrer Warte das richtige Instrument, um die Einkommen von bildenden KünstlerInnen zu verbessern? Ja, also auch erstmal herzlichen Dank für die Einladung von meiner Seite. Also ich finde die Initiative Pay the Artist natürlich super gut, aber sie greift aus meiner Sicht viel, viel, viel zu kurz. Das haben wir auch schon jetzt an den drei Beiträgen meiner KollegInnen gesehen. Also ich selbst komme auch aus dem Arbeitsbereich. Ich bin in einem Künstlerduo tätig. Wir arbeiten medial crossover, wir arbeiten partizipativ, installativ. Also wir sind überhaupt nicht die klassischen AusstellungskünstlerInnen. Und deswegen, ich finde das eine super Sache, aber ich finde auch die Tatsache, dass wir im Jahr 2021 allen Ernstes über eine Ausstellungsvergütung sprechen müssen und uns überhaupt nicht schwerpunktmäßig aktuellen zeitgenössischen Kunstformen zuwenden in diesem Bereich. Also da hinkt schon einiges noch ein bisschen hinterher, so würde ich sagen. Ja, herzlichen Dank dafür. Was wäre denn dann ein anderes Konzept? Also ich bin ja konkrete, also wenn mal konkret, okay, Wunschkonzert, Heike Rausch. Ja, genau, also ich bin 2018 hat sich in Frankfurt die Koalition der freien Szene gegründet, da bin ich Gründungsmitglied, und wir haben gesagt, spartenübergreifend darstellende Künste, Musik, Popkultur, Clubkultur, also alle Sparten haben wir versucht ins Boot zu bekommen, um die Sichtbarkeit und die Lebens- und Arbeitsbedingungen der freien Szene zu verbessern. Und wir haben Arbeitsgruppen gebildet, um Bedarfe quasi zu ermitteln, und über zwei Jahre uns mit den Akteuren der Szene getroffen und daraus einen Bericht erarbeitet, den wir in diesem Februar unserer Kulturdezernentin Dr. Ina Hartwig übergeben haben, mit dem Ziel, das eben jetzt auch natürlich Realität werden zu lassen. Also ein Kulturentwicklungsplan für Frankfurt ist schon im letzten Koalitionsvertrag festgeschrieben worden, und wir hoffen sehr, dass er in der neuen Periode auch dann umgesetzt wird, also dass wir auch als AkteurInnen der freien Szene da mitgehört werden. Diese ganze Initiative Koalition der freien Szene wird sehr begrüßt seitens des Kulturdezernates und des Kulturamtes in Frankfurt,
weil wir auch sehr viel Wissen aus der freien Szene und der Lebensrealität zusätzliches, was noch nicht da ist, dort einbringen. Jetzt komme ich mal zu dem Wunschkonzert. Und ich finde immer, wenn man ein Wunschkonzert hat, dann finde ich das auch immer unglaublich wichtig zu sagen, warum brauchen wir das denn? Weil es ist ja sehr einfach zu sagen, ja, wir brauchen das und das und das und wir brauchen alle mehr Geld. Logisch, klar, aber warum? Also ich wage mal die steile These, dass wir, man sieht es in der Pandemie, dass eben Kultur schmerzlichst vermisst wurde. Man kann beobachten, was für Stipendien ausgeschrieben wurden, zum Beispiel, wie Künstler sich mit KI beschäftigen und so weiter. Das heißt, meine These ist eigentlich, dass wir diese ganzen gesellschaftlichen Herausforderungen, die ganze Gesellschaft, wir unterliegen massiven Umbruchsprozessen momentan. Die Pandemie macht das nur sichtbar. Und meine These ist, dass wir als Gesellschaft das nicht schaffen werden, wenn wir nicht die Künste als einen maßgeblichen Bestandteil in diese Prozesse mit einbeziehen, weil KünstlerInnen eben neue Impulse liefern, andere Sichtweisen und so weiter einbringen können. Man sieht es an Beispielen, wenn Stipendien für KI ausgeschrieben werden, also dass man auch immer wieder die Sichtweise von KünstlerInnen ja bewusst sucht damit oder partizipative Projekte. Und da finde ich eben auch wichtig, dass natürlich die Künste nicht als SozialarbeiterInnen da missbraucht werden, sondern dass sie eben diese Freiheit behalten. Und wir haben eben für die bildenden Künste in dem Bericht der Koalition Freien Szene eben so eine Beispielkalkulation mal aufgemacht für einen Kulturetat für die bildende Kunst über 2 Millionen. Da kann man natürlich sagen, wow, 2 Millionen, was? Aber wenn man das in Relation stellt, zum Beispiel zu den darstellenden Künsten, dann ist es quasi nicht viel. Also in der darstellenden Kunst, wenn ich jetzt sage, ich als bildende Künstlerin, wir machen eine Installation, dann haben wir das alles zu stemmen, bekommen aber relativ wenig in der Projektförderung. Wenn das in der Theaterförderung läuft, dann gibt es jemanden für Licht, jemanden für Ton, dann gibt es die Requisite und dann gibt es das Bühnenbild und alle Bereiche werden einzeln gefördert. Aber in der bildenden Kunst hat man eigentlich, wenn man so ein ähnliches Projekt macht, genau den gleichen Aufwand. Also ich finde das total wichtig, sich klarzumachen, dass die bildende Kunst schon lange nicht mehr aus Malerei, Zeichnung und Skulptur besteht, sondern dass sich mannigfaltige andere Kunstformen gebildet haben, partizipative Projekte, interdisziplinäre. Wir brauchen Recherchestipendien, wir brauchen Stipendien oder Förderungen für Kunstprojekte, die total zwischen den Sparten angesiedelt sind, die eigentlich durch jede Förderung durchfallen. Ich gucke mal hier gerade in meine Unterlagen. Interdisziplinäre Projekte, Recherchestipendien, Werkstattstipendien zum Beispiel. Und wir brauchen natürlich unbedingt diese Vergütung der Arbeit an sich, weil es entspricht nicht mehr der künstlerischen Praxis, dass ich ein Bild mache, jetzt als Beispiel, hängst in die Galerie oder in eine Produzentengalerie und verkauft das. Also, sondern die Arbeitsformen haben sich geändert. Ich meine, wir feiern den 100. Geburtstag von Josef Beuys, ja. Wenn man sich anguckt, Fluxus ist in den 1960er Jahren entstanden, der Dadaismus in den 1920er Jahren. Und wir reden hier nur über eine Ausstellungsvergütung. Also ich finde, so, das ist ein ganz wichtiger Punkt, diese Sichtbarkeit, erstmal diese Sichtbarkeit und dieses Verständnis für die heutige Praxis von bildenden KünstlerInnen zu schaffen. Und daraus leiten sich dann selbstverständlich auch diese Fördermaßnahmen ab, die wir brauchen. Und wir haben eben jetzt für Frankfurt eine Beispielkalkulation aufgemacht, in der wir ganz konkret vorgeschlagen haben, wir brauchen so und so viel solche Stipendien. Wir brauchen zum Beispiel eine Projektförderung, die bei einer Summe von 20.000 gedeckelt ist und nicht schon wesentlich niedriger, damit man überhaupt was, ein Projekt entwickeln und umsetzen kann. Ja, also es gibt wenn wir da jetzt in Detail gehen würden, da könnte ich auch jetzt noch eine Viertelstunde länger reden, die Zeit haben wir aber nicht. Ich will damit nur sagen, es ist extrem wichtig, diese Sichtbarkeit auch für heutige künstlerische Praxis zu schaffen und zu sagen, ohne künstlerische Arbeit zu instrumentalisieren und zu sagen, ja, wenn die jetzt was Partizipatorisches machen, dann muss aber das dabei rauskommen. Aber wie gesagt, wenn man diese gesellschaftlichen Herausforderungen, technologischen Wandel und all das betrachtet,
dann kann das meiner Meinung nach nicht ohne die Künste und ohne die Künstler gehen. Und in Frankfurt ist ein Kulturentwicklungsplan angestrebt und das wäre wahrscheinlich auch eine gute Maßnahme oder ein gutes Mittel, wirklich ganz gezielt, also Bedarfe zu recherchieren, wie wir das hier in dem ersten Schritt gemacht haben, und daraus eben auch einen Kulturentwicklungsplan abzuleiten, der tatsächlich an die heutige künstlerische Praxis, sich an die heutige künstlerische Praxis anlehnt. So, das wäre mein Appell auch an die PolitikerInnen, das zu tun und da auch mit KünstlerInnen, mit den Akteuren selbst und den Berufsverbänden immer im Dialog zu bleiben. Danke, Heike, für die sehr klaren Worte, die sehr klaren Forderungen. Bevor wir jetzt mit Hans D. Christ die Perspektive der Institution hören, möchte ich noch mal kurz Erhard Grundl bitten, sich zu zeigen, beziehungsweise habe ich mitbekommen, dass er leider auch uns schon bald verlassen muss. Da gab es ein Missverständnis. Erhard, du hast das Wort. Ja, danke, Lisa. Nicht, weil ich jetzt raus muss, sondern wirklich der Beitrag von Heike Rausch, der bringt es schon auf den Punkt. Also meinem Selbstverständnis als Kulturpolitiker nach, ich habe vorher gesagt, es ist super, die Initiative Pay the Artist, aber natürlich ist es die Aufgabe der Politik, diese Mindesthonorare einfach durchzusetzen. Das ist, glaube ich, das alles Entscheidende, eben Möglichkeiten zu schaffen, und da gehört es dazu. Mir ist auch wichtig zu sagen, was ich jetzt in der Diskussion ja, was öfter aufgeploppt ist, die Unterschiede zu anderen Kunstsparten, die sind da, das ist ganz klar. Aber meine Erfahrung ist, dass man immer vom Nachholbedarf des einen ausgehen soll und nicht sagen, also nicht im Wording auch nicht da verfallen soll in das, was haben die, sondern es geht nicht darum, denen was wegzunehmen, sondern es geht immer darum, den Nachholbedarf einfach zu sättigen. Das ist das Entscheidende. Und bei der ganzen Geschichte, denke ich, ist auch wichtig, dass die Kulturpolitik jetzt wirklich auch nicht da reinfallen soll, das alles mit Erwartungen zu überfrachten, sondern im Endeffekt sich einfach auf das einlassen soll, was Künstlerinnen und Künstler machen. Und ich bin kein Kunstkritiker, aber ich lasse mich begeistern, ich lasse mich irritieren, ich lasse mich provozieren. Das ist das Einzige, was ich erwarte, also wenn man das Wort erwarten überhaupt sagen soll, was ich für interessant finde. Und teilweise tut es mir ein bisschen immer leid, wenn ich dann Künstlerinnen und Künstler sehe, die dann eigentlich sehr viel als Aktivistinnen unterwegs sind, um ihre wirtschaftlichen Dinge durchzubringen. Das sehe ich einfach als Aufgabe der Politik an, dass wir da das machen müssen und dass Kulturpolitik den Künstlerinnen einfach den Rücken frei hält und Möglichkeiten schafft. Das wollte ich sagen. Danke für dieses klare Statement. Hans D. Christ, ich sehe Sie noch nicht, aber Sie sind hoffentlich da. Mal einmal ein da. Kurzer Check, hervorragend. Mhm. Sie sind. Ich habe jetzt noch die Kamera eingestaltet. Ja, das macht es einfacher, sich zu finden. Hervorragend. Ja. Sie sind Co-Direktor des Württembergischen Kunstvereins in Stuttgart und nehmen hier und heute den Hut der Institution. Sie setzen sich in Ihrem Programm des Kunstvereins ja regelmäßig und sehr intensiv mit strukturellen Fragen, mit gesellschaftlichen Fragen auseinander. Gemeinsam mit Iris Dressler haben Sie zum Beispiel das Shutdown-Programm entworfen, mit dem Sie unter anderem, ich zitiere, die Strukturen, Aufgaben und Funktionen einer Institution wie dem Kunstverein vor dem Hintergrund der Pandemie neu betrachten. Es geht Ihnen so weiter um die kollektive Gestaltung einer Zukunft, von der wir längst wussten, dass sie nicht weitergehen kann wie bisher. Die Frage in unserem Kontext, welche Rolle spielen denn in diesen Überlegungen, in diesen konzeptionellen Überlegungen, aber auch in Ihrer eigenen Praxis von Auftragsvergabe, die Einkommensverhältnisse von bildenden KünstlerInnen? Ziemlich zentral. Und ich meine, dass wir natürlich mit der Pandemie jetzt über Defizite reden, über Ereignisse reden, die besonders sichtbar sind. Das hat auch viel natürlich nochmal mit dem Umfang zu tun. Also wir reden einmal über alle die unmittelbar im Württembergischen Kunstverein sich mit ihrer Kunst zeigen. Aber wir reden natürlich auch über alle anderen. Also von
dem Caterer bei der Eröffnung überbiss. Aber das lassen wir, ist heute Abend vielleicht nicht das Thema. Wir reden eigentlich im weitesten Sinne über Kulturarbeiterinnen. Als wir 2005 gekommen sind, war es erstmal eine ziemliche Arbeit, überhaupt die Perspektive zu drehen, nämlich zumindest als ein geistiges Bild, was man vor sich herträgt, zu sagen, nicht der Künstler, die Künstlerin sind dankbar für den Umstand, im Württembergischen Kunstverein ausstellen zu dürfen, sondern der Württembergische Kunstverein kann froh sein, dass es Leute gibt, die ihnen einen Grund geben zu existieren. Das ist erstmal eine bestimmte Art und Weise des Perspektivwechsels. Es ist so, um das vielleicht auch mal in der Dimension zu beschreiben, wir haben irgendwie ungefähr 2000 Quadratmeter Ausstellungsfläche, wir haben ein Budget von 740.000 Euro. Wenn ich davon das festbezahlte Personal und die Miete abziehe, haben wir ein strukturelles Defizit. Nichtsdestotrotz sind wir unmittelbar angefangen und haben oben in dem Block, wo bei den Projekten die Honorare stehen, für Aufbau, für den Grafikdesigner etc., etc., Führung etc., etc., haben wir einfach gesagt, okay, warum sind da nicht die Künstlerhonorare und Künstlerinnenhonorare? Also haben wir die dort eingesetzt. Alles das ist aber immer noch, und deswegen fand ich den vorherigen Beitrag, ich fand aber auch die Beiträge jetzt von den Künstlerinnen ziemlich gut, nämlich diese ganzen Formate der Selbstgründung und des geteilten Wissens und der Anerkennung, dass es etwas gibt außerhalb meiner Perspektive der Institution, die immer den gesamten Produktionszyklus mitdenken muss. Das heißt, was sich bei mir einspiegelt, kann ich über ein Ausstellungshonorar, das kann ich machen. Das sind bei großen Gruppenausstellungen für eine fertige Arbeit, die einfach auf die Wand gehängt wird, 400 Euro. Das geht bei Einzelausstellungen bis zu 8.000 Euro hoch. Und dann kommen die ganzen Produktionen. Da ist nichts mit Aufwendung drin, sondern kommen Reisekosten, Unterbringung, Produktion noch mit oben drauf. Das müssen wir irgendwie organisiert bekommen. Was ein systemischer Wechsel auch bedeuten könnte, ist natürlich gleichzeitig, dass wir viel stärker nicht in diesen Verhältnissen von diesen neoliberalen, sich auch im Kunstbetrieb breitmachenden Konkurrenzen denken, sondern tatsächlich auf der Basis von Wissensteilung. Und Wissensteilung heißt auch immer wieder, die Transparenz herzustellen, wo eben nicht nur die Positionen, die durch unser Programm hindurchgehen, unmittelbar mit der Finanzierung verbunden sind, sondern Wissensteilung bedeutet auch immer, Zugänge zu Geld als optionales Wissen herzustellen und dann den Raum für unterschiedliche Gruppierungen auch offen zu machen, sodass sie die Expertise der Institution gleich mitnehmen können in das nächste Projekt. Und das ist eigentlich das, was ich glaube, wenn sich das verbreitet als eine Anlage, wenn man sagt, dass der Independent Art Space in einer Stadt urban, in dem, was die Kultur in diesem Raum und die Kunst in diesem Raum will, was sie innerhalb der Stadtgesellschaft will, immer in partnerschaftlichen Verhältnissen zum Beispiel so einer, also wir sind eine relativ große Institution mit einem kleinen Team, aber einem großen Haus, dass man immer wieder darauf schaut, dass das eigentlich teilbare Infrastrukturen sind. Dann bekommen wir auch eine Performance hin, wo wir erstmal auf der Basis der vorhandenen Ressourcen flexibler werden. Aber wir müssen auch anerkennen, dass massiv mehr Kapital in dieses System rein muss, in diesen Austausch. Das ist jetzt erstmal eines dieser Statements. Ich finde alles das, was jetzt hier auch gesagt worden ist, zu Produktionsstipendien. Wann fängt eine Produktion an? Dieses genau zu definieren und zu sagen, eigentlich genau an dem Punkt, wo eine Idee ansetzt, sind wir schon in diesem Zyklus der Herstellung eines Zusammenhangs zwischen Institution und künstlerischer Produktion unmittelbar beteiligt. Das sind so ein bisschen die Utopie, dass sich das verwirklicht. Wir machen das zum Teil, aber es wäre natürlich viel breiter aufgestellt,
wenn man das in einem kollektiven, solidarischen Prozess, sagen wir erstmal bundesweit, wir machen es manchmal, also sehr oft auch im globalen Bereich, auf die Beine gestellt bekommt. Was würde das denn, an welchen Stellen würde es das aktuelle Finanzierungs- und Fördersystem denn verändern, diese Vision, die Sie gerade beschrieben haben? Also wo würde, sind das Stellschrauben oder reden wir über eine Revolution des Systems? Also ich habe eher den Eindruck, dass wir darin genau das aufgreifen, was auch in der künstlerischen Produktion jetzt schon beschrieben worden ist, also von den Künstlerinnen, die jetzt auch mit in dieser Diskussion drin waren. Also die tatsächlich ihre Produktion, also die Institutionen lernen von den Künstlerinnen. Das heißt, das, was wir abbilden an Kompetenzen, ist auch gleichzeitig etwas, was immer von den Künstlerinnen in die Institutionen reingetragen wird. Also das ist erstmal ein Akt des gegenseitigen Zuhörens. Ich glaube, dass wir einfach, also wer sich mit diesen Solidaritäten meine, das sind konkrete Praktiken, die wir innerhalb des, zunächst einmal im Nahbereich relativ gut umsetzen können mit den Partnerinstitutionen, die da sind. Also wir haben ja jetzt in Baden-Württemberg eben auch dieses größere Netzwerk zwischen, da sind Künstlerinnen, große ZKM, riesig, so ein Schlachtschiff. Aber dieses Bündnis für eine gerechte Kunst- und Kulturarbeit gegründet. Darin werden jetzt diese ganzen Fragen gesammelt. Da drin werden auch die ganzen Fragen zum Beispiel zu dem ganzen Bereich der Diversität nochmal bearbeitet, weil wir enorme Probleme haben. Wir sind nach wie vor eine relativ, nehmen Sie das jetzt metaphorisch, weißer, männlicher, fleischfressender, europäischer, opferbereiter Kunstbetrieb. Ne? Also so, wir haben also einige Sachen umzustellen. Und ich glaube, dass das in der Dichte der Infrastrukturen, die in Deutschland vorliegen, machbar ist. Das heißt aber auch, dass wir in den Lücken, da wo die künstlerische Produktion nicht angekoppelt ist an die Form der Repräsentation, also unmittelbar auf Öffentlichkeit zielt, dass es hier eine Lösung braucht, wie wir die Phasen, wo sich konzeptionelle Strukturen entwickeln, dass wir die mit ins Bild nehmen, in die Finanzierung rein. Also wo wir noch nicht im Projektmodus sind. Natürlich, da kommen dann eben diese ganzen Fragen eben auch auf des bedingungslosen Grundeinkommens etc. etc. Solche Begriffe, ich glaube, wir müssen, ich weiß noch nicht genau, wie wir das ausformulieren, aber es ist etwas, was ich glaube, man ganz gut an diesem Produktionszusammenhang von innerhalb von Kunst darstellen kann. Und ich würde auch so ein bisschen einem der Vorredner des Verbandes Paesiatis widersprechen. Ich halte den Begriff der Systemrelevanz für an sich problematisch. Ich würde aber sagen, wenn ein Krankenpfleger heute unter bestimmten ethischen Parametern ein Subjekt in einer Klinik erkennt, dann erkennt der das auf dem Niveau, auf dem wir heute sind, durch einen kulturellen Prozess hindurch. Das heißt, in allen diesen Fragestellungen spielt die Kunst und Kultur eine wesentliche Rolle zur Beförderung dessen, wie wir den Lebenszusammenhang und die Lebensqualitäten, in denen wir existieren, bewerten soll. Ich neige nicht dazu, Dinge gleich zu machen. Also ich so. Aber ich würde diese Bewertung der Potenziale tatsächlich als wichtig erachten, weil es wichtig ist für den grundsätzlichen Prozess der Anerkennung innerhalb einer auf einem sehr hohen Kulturniveau operierenden Gesellschaft. Das, was ich beschreibe, ist die Revolution. Ich weiß nicht, ob das eine Revolution ist. Das ist ein großer Begriff, also Revolution. Vielleicht ist die französische bürgerliche Revolution noch nicht zu Ende gegangen. Wir wissen es nicht ganz genau. Ich würde aber durchaus sagen, dass wir eine Zurückdrängung dieser Selbstneoliberalisierung des Kunstbetriebs brauchen, also dieses Denken in Quote, dieses Denken in den Blockbuster,
dass wir die Qualitäten in den kleinteiligen Strukturen der Produktion mit den Fragen der größeren Institutionen der Repräsentation verknüpfen müssen. Das ist keine Revolution, sondern das kann man machen. Ich glaube, Herr Christ, das sind so super interessante Eingaben, eigentlich schon für unsere Enddiskussion. Sorry. Genau. Nee, weil da natürlich sehr viel Streitbares drinsteckt oder auch sehr vieles, glaube ich, wo es noch Nachfragen zu gibt. Vor allen Dingen in Richtung Konkretisierung. Ich hoffe, das können wir noch machen. Aber wir haben ja noch einen Sprecher, bevor wir dann eben ins Gespräch miteinander nochmal kommen wollen. Und deswegen, und weil auch uns die Zeit wirklich davonläuft, würde ich jetzt noch bitten, eben Thomas Weiß das Wort zu übernehmen und wieder ganz konkret zu werden, ganz konkret darüber nämlich, was auf europäischer Ebene passiert zum Thema Ausstellungsvergütung. Thomas Weiß ist Geschäftsführer der Internationalen Gesellschaft der Bildenden Künste. Und die IGBK ist als Nationalkomitee der International Association of Art, der IAA, eben mit diesem Thema beschäftigt. Thomas, dann bitte. Vielen Dank. Dein Input. Freut mich auch sehr, hier zu sein und auch nochmal von meiner Seite aus guten Abend in die wirklich sehr erfreulich große Runde. Genau, ich arbeite für die Internationale Gesellschaft der Bildenden Künste und wir befassen uns seit 2018 verstärkt mit dem Thema Ausstellungsvergütung auf europäischer Ebene im Austausch mit unseren Partnerorganisationen in der von dir schon erwähnten International Association of Art, deren deutsches Nationalkomitee wir sind. Und wir machen das in der Hauptsache auf der europäischen Ebene in diesem Netzwerk IAA Europe, wo sich circa 40 nationale bildende Künstlerinnenorganisationen zusammengeschlossen haben. Und Anke Scheholz hat es ja vorher schon erwähnt, 2018 gab es eine Tagung in Brüssel und es war tatsächlich die erste gesamteuropäische Tagung zu diesem Thema Ausstellungsvergütung. Davor haben sich hier und da auch schon die skandinavischen Länder ausgetauscht zum Thema, aber auf gesamteuropäischer Ebene gab es bis dahin noch keinen systematischen Austausch. Wir haben diese Tagung gemeinsam mit der IAA Europe, mit der VG Bildkunst und ganz wichtig auch mit dem Netzwerk der europäischen Verwertungsgesellschaften für die bildende Kunst, European Visual Artists, die auch in Brüssel sitzen, gemeinsam ausgerichtet. Und es war eine sehr erfolgreiche Veranstaltung, eben auch gerade durch diese Zusammenarbeit mit den Verwertungsgesellschaften. Wir haben uns dazu insbesondere zu bereits umgesetzten nationalen und regionalen Vergütungs- und Gebührenmodellen sowie zu aktuell vorhandenen und realisierten Richtlinien und Kampagnen auseinandergesetzt. Das Symposium hat aufgezeigt, dass Ausstellungsvergütung für fast alle Künstlerinnenverbände in Europa ein immens wichtiges Thema ist und hat auch deutlich gemacht, wie viele Initiativen und Kampagnen es auf europäischer bzw. auf nationaler Ebene in Europa bereits gibt. Trotz der durchaus vorhandenen Erfolgsmodelle, die es eben in einzelnen Ländern gibt, und wir hatten ja vorher schon, Doris Kranz hat schon das schwedische Modell im New Agreement angesprochen, die Anke Scheholz hat kurz das Fondsmodell in den Niederlanden erwähnt, was ja auch sozusagen für den BBK eine Forderung ist, über so einen Fonds sozusagen Kompensation für Ausstellungsvergütung zu schaffen. Trotz dieser bereits vorhandenen Erfolgsmodelle muss man sagen, dass in den meisten europäischen Ländern oder die meisten europäischen Ländern von einer angemessenen Vergütungspraxis und einer Einführung eines Budgets für Ausstellungsvergütung noch weit entfernt sind. Auf unserer Webseite, um das etwas abzukürzen, kann man ein umfangreiches, unter anderem ein umfangreiches Handout finden, was im Nachgang zu diesem Symposium 2018 veröffentlicht wurde, mit Beiträgen aus 12 europäischen Ländern sowie auch aus den USA, Kanada und Australien. Also wir haben durchaus auch ein bisschen sozusagen über den europäischen Tellerrand hinausgeschaut. Beiträge zu regionalen und nationalen Regelungen und Kampagnen für Ausstellungsvergütungen. Vieles davon ist auch heute noch
aktuell und lohnt die Lektüre. Für diesen September planen wir eine Fortsetzung, plant die IAA Europe eine Fortsetzung dieser Veranstaltung von 2018 in Helsinki, eine hybride Veranstaltung. Also Sie sind alle herzlich eingeladen. Man kann da auch digital oder wird da auch digital teilnehmen können. Gemeinsam mit den Organisationen AN aus dem Vereinigten Königreich, ein großer Künstlerverband, und eben Gastgeber Artists Association of Finland in Helsinki, unsere finnische Partnerorganisation in der IAA. Die Frage ist, soll ich jetzt noch sozusagen zwei, drei Best-Practice-Beispiele nennen? Angesprochen wurde ja schon das MU-Agreement, das immer wieder und durchaus zu Recht, es gibt es seit 2009, als Best-Practice-Beispiel genannt wird, wenn es um Ausstellungsvergütung in Europa oder in einzelnen europäischen Ländern geht. Dort wird also in Schweden, ähnlich wie in Norwegen, wo im Übrigen ein ähnliches Modell existiert, in Ausstellungsvergütung, also das steht für das U, und Mitwirkungsvergütung, das heißt Dienstleistungen von Kunstschaffenden für die Organisation von Ausstellungen, unterschieden. Das Agreement ist eine Grundlage für individuelle Regelungen zwischen Ausstellungsorganisatorinnen und Künstlerinnen bei temporären Ausstellungen, beruht jedoch selbst für öffentlich geförderte Museen und Galerien immer noch auf Freiwilligkeit. Erfreut sich aber zunehmend sozusagen der Anerkennung, trotz der Tatsache, dass der schwedische Staat die Förderung nicht in vollem Umfang entsprechend den aus der Vereinbarung entstehenden Kosten fortlaufend erhöht. Also auch da bei diesem tollen schwedischen Modell sind durchaus Defizite zu erkennen. Auch in den Niederlanden, Anke Schierholz hat dieses Fondsmodell bereits, wie gesagt, angesprochen. Ein weiteres Beispiel: gibt es ein Abkommen verbunden mit einer Richtlinie, die von unterschiedlichen Organisationen und Kunstinstitutionen ratifiziert wurde. Bildende Kunstinstitute in den Niederlanden, die die Richtlinie anwenden können, beim Mondrian-Fonds zumindest eine Teilkompensation von maximal 50% der Künstlerhonorare, die sie auszahlen, im Rahmen von Ausstellungen beantragen. Das Ministerium für Bildung, Kultur und Wissenschaft in den Niederlanden hat dafür ein Budget zur Verfügung gestellt. Genau, und wie ich gerade schon sagte, auch das ist sozusagen eine Forderung, die auch hierzulande seitens des BBK und das formuliert wurde, die Einrichtung eines solchen Fonds. Um weitere Beispiele ganz kurz noch zu nennen, es gibt auch darüber hinaus noch eine ganze Reihe von hilfreichen Richtlinien, Honorarbeispielen, Rechnern, beispielsweise auch sehr nachlesenswert, Vereinigten Königreich in Irland und in der Schweiz. Dort in der Schweiz hat man sich bei der Erarbeitung der aktuellen Richtlinie unter anderem auch auf die erste Leitlinie des BBK bezogen. Ich könnte noch einige weitere beispielhafte Informationskampagnen benennen, lade Sie aber stattdessen nochmal ein, sozusagen in dieses Handout zu schauen, die Webseiten der in Europa engagierten Künstlerverbände, Künstlerinnenverbände zu besuchen. Viele Informationen zum Thema Ausstellungsvergütung finden sich dort auch in englischer Sprache und natürlich auch im Herbst, voraussichtlich 26. und 27. September an dem Symposium in Helsinki teilzunehmen. Wie gesagt, auch eine digitale Teilnahme wird auf jeden Fall möglich sein und Sie werden dann bei Zeiten auch dazu Informationen auf unserer IGBK-Webseite finden. Vielen Dank. Ja, herzlichen Dank, Thomas. Ich weiß, dass du die Frage nicht magst, weil es eine sehr schwierig zu beantwortende Frage ist. Aber natürlich stellt sich da ja schon die Frage, wo wir da stehen. Also wir, mit wir meine ich jetzt, wir hier in diesem Land mit unseren Vorstößen. Es gibt offensichtlich Länder, die es besser hinbekommen, die weit da vorne geprescht sind und die auch schon Erfahrungen gesammelt haben darin. Ist es so, dass auch diese Erfahrungen schon geteilt werden und sozusagen geschaut wird, was wiederum daraus zu lernen ist? Und ja, wie können wir daraus lernen? Ja, also die Informationen und die Best-Practice-Beispiele, ich habe einige genannt, werden durchaus geteilt. 2018 haben wir damit angefangen und setzen das auch fort. Und jetzt auch, wie gesagt, nochmal in einer größeren Runde im Herbst in Helsinki.
Was wir gleich zu Beginn 2018 festgestellt haben, ist einfach, dass wir erstmal sozusagen vergleichbare Kriterien brauchen. Kriterien, die erkennen lassen, was funktioniert am besten, die eine Vergleichbarkeit möglich machen. Wir brauchen auch ein gemeinsames Verständnis von Begriffen und haben uns erstmal in Brüssel auch erstmal darüber verständigt, was heißt eigentlich Ausstellungsvergütung, was heißt Mitwirkungsvergütung, wie sind die Begriffe in den einzelnen Ländern, wo es Modelle gibt, die durchaus schon sozusagen unseren ein ganzes Stück voraus sind. Ja, also dieser Austausch ist unbedingt wichtig und den führen wir auch, aber es ist eben auch wichtig, dass wir sozusagen gemeinsam Kriterien entwickeln, dass die Verständigung noch besser klappt, auch die Vergleichbarkeit besser möglich ist. Und ja, klar, also die Beispiele, die ich jetzt genannt habe, also in den Niederlanden, in den skandinavischen Ländern, auch Finnland ist da sicherlich zu nennen, die sind uns ein Stück weit voraus und sowas wie so ein Montreal-Fonds, auch wenn er nur 50% der Kosten erstmal übernimmt und sicherlich auch nicht perfekt ist, wäre auch für unsere Situation für eine faire und angemessene Ausstellungsvergütung wünschenswert. Ja, danke schön, Thomas. Und dann passiert vielleicht auch nicht mehr sowas wie eben auch im Chat angesprochen, dass Künstlerhonorare explizit ausgeschlossen werden in Projektförderungen. Gut, wir sind im Grunde jetzt am Ende unserer drei Blöcke und würden gerne jetzt die Diskussion eröffnen und hoffen, dass einige Fragen sich auch schon im Chat eingefunden haben. Dazu werden wir dazu einmal einen Blick darauf werfen in aller Ruhe. Aber vielleicht gebe ich erstmal das Wort nochmal an Lisa mit einer ersten Frage an die Runde. Ja, ich würde gerne nochmal die Gelegenheit wahrnehmen, dass wir ja die politischen Entscheidungsträgerinnen, also zwei davon noch hier sitzen haben. Frau Liedtke, Frau Seifert, aus den Berichten der KünstlerInnen wurde ja klar, dass Ausstellungsvergütung, selbst wenn sie wie in ihren Best-Practice-Beispielen verpflichtend ist, keine Einkommenssicherung bedeuten kann. Dafür ist sie schlicht nicht hoch genug und sie betrifft nur einen Teil der künstlerischen Praxis. Gibt es da Ideen, vielleicht auch aus der heutigen Diskussion heraus, was auf kommunaler und was auf Länderebene noch getan werden kann? Oder anders gefragt, was brauchen Sie, um Strukturen aufzubauen, die aktuelle Vielfalt der künstlerischen Praxis tatsächlich auch in Vergütungsstrukturen abbildet? Frau Liedtke, gerne als erstes. Ja, gerne. Das, was ein bildender Künstler verdient im Rahmen eines Monats, setzt sich ja aus verschiedenen Teilen zusammen. Also erstmal natürlich aus dem eigentlichen Honorar für die Arbeit, die er oder sie macht. Also sprich Kunstfonds oder Aufträge. Und da denke ich, wird von der Politik der Produktionsprozess sehr unterschätzt. Wir merken das jetzt in anderen Bereichen, gerade wenn man öffnet. Wir haben jetzt Öffnungen der Eindämmungsverordnung und man geht davon aus, dass sozusagen übermorgen die Theater und die Orchester schon spielen und die haben aber gar nicht geübt. Die haben ja gar keine Möglichkeit gehabt zu üben. Also ich will damit sagen, an diesem anderen Beispiel, nicht an der bildenden Kunst, dass ja dieser Prozess an sich wahrscheinlich zu wenig bekannt ist, wie lange er dauert, welche Vorbereitung er braucht. Von Recherche und Werkstatt war die Rede. Genau das sind die Bereiche, die innerhalb eines Künstlerhonorars zu wenig berücksichtigt werden. Der zweite Punkt ist dann sicher die Ausstellungsvergütung. Und die würde ich natürlich auch sehen bei Crossover-Projekten, bei Projekten, die mit neuer Musik zu tun haben, die mit Installationen zu tun haben, mit Klangskulpturen zu tun haben. Alles das, was es an neuen Formen gibt, bis hin zu Dingen, die digital stattfinden. Also da muss man wirklich überlegen, ob der Begriff Ausstellungsvergütung dann ausreicht oder ob er auch ergänzt werden muss durch diese anderen Formen. Als dritter Punkt ist es für mich die Urheberrechtsfrage, also die Nutzung von bildender Kunst. Und da, Sie wissen, ich komme von der Musik, sind wir in der Musik natürlich sehr weit in der Nutzung. Also da gibt es Urheberrechtsparagraphen, die uns da wirklich sehr schützen, die aber andererseits auch viel verhindern. Also verhindern, dass die Sachen des öffentlich-rechtlichen Rundfunks zum Beispiel auf einer Plattform europaweit
zu sehen sind. Also sehr viel juristische Fragen, sehr viel Pauschalverträge sind dann notwendig. Und diese Urheberrechtsfrage, die sehe ich bei bildender Kunst ganz genauso. Und der vierte Punkt wäre dann der Verkauf oder der Ankauf auch durch die öffentliche Hand. Es ist natürlich im Moment eine ganz schlechte Zeit für den Verkauf bildender Kunst, das weiß ich, aber auch Ankäufe der öffentlichen Hand sollten wieder normal werden. Und das sind sie halt im Moment nicht. So, und dann komme ich zum fünften Punkt, der das Gehalt, aus dem sich das Gehalt zusammensetzt, das ist dann wirklich die Lehre und der Unterricht und die Querschnittsaufgaben in Richtung Bildung. Aber da weiß ich auch, dass viele Künstler aus unterschiedlichen Bereichen nicht so gerne sich immer in diese Ablenkung begeben, in die Schule begeben, in die Kultureinrichtungen, wo sie dann entsprechende Kurse geben, weil es immer auch bei aller Bereicherung eine Ablenkung von dem ist, was sie gerade tun wollen. Ja. Ganz herzlichen Dank, Frau Liebke. Frau Seifert, selbe Frage. Was kann auf kommunaler Ebene dazu führen, dass die künstlerische Praxis tatsächlich vergütet wird? Ich denke, zuallererst muss auf kommunaler Ebene, und ich spreche jetzt noch sogar noch unterhalb der Kreistagsebene, und das verstehe ich auch nicht, wir leben im Jahre 2021, endlich ein Bewusstsein dafür geschaffen werden, dass Kultur wichtig ist und dass Kultur seine Berechtigung hat. Ich meine, wie gesagt, ich bin ja davon fest überzeugt, aber ich kenne es eben aus Gesprächen eben mit Kommunalpolitikern, eben aus Stadt und Gemeinden, dass wenn der Rotstift kommt, dann kommt er im Bereich Kultur. Und das finde ich eben total schade. Also ich denke mal, und ich weiß, auch das Thema habe ich auch beim Runden Tisch schon ein paar Mal besprochen, bei meinem Runden Tisch Kultur, dieses Bewusstsein einfach in die Köpfe der Politiker, Kollegen zu bekommen, dass Kultur einfach wichtig ist, und zwar auch eben als Wert auch für unsere Gesellschaft. Ich meine, was ist eine Gesellschaft ohne Kultur? Die ist tot, die lebt nicht mehr, die ist nicht mehr bunt, die ist nicht mehr vielfältig. Und das, denke ich, wenn wir das schaffen, dann können wir auch noch mal darüber nachdenken, über Ihre Frage, die Sie eben gestellt haben, was können wir machen, um Geld, also pay the artist, um das halt hinzubekommen. Und natürlich sind die Mittel begrenzt in Städten und Gemeinden oder auch in den Landkreisen. Und da sind dann wieder die Länder gefragt. Und die Länder sind dann wieder auch aufgefordert, sich an den Bund zu wenden. Und ich verstehe auch nicht, dass auch auf Bundesebene, da haben wir ja so viele tolle Menschen sitzen, auch sogar aus meiner Partei, die sich mit der Kultur beschäftigen, aber die gerade jetzt auch in Corona-Zeiten oder auch in diesen Pandemie-Zeiten sich so schwerfällig darstellen, da vielleicht eben auch mal das, was wir gemacht haben, ich habe übrigens meinen den Antrag eben durchbekommen mit diesen 40.000 Euro für die digitalen Formate. Nein, aber ist ja, wie gesagt, wir reden jetzt hier eigentlich über das große Ganze, ja, über die Bundesrepublik und nicht über den Landkreis, für mich hat die Kultur und auch die Kulturschaffenden, die haben für mich in unserer Gesellschaft noch eine viel zu kleine Stellung. Also das müsste viel mehr gewertschätzt werden. Und Wertschätzung zeigt man auch durch monetäre Unterstützung. Und das finde ich wahnsinnig wichtig. Und vielleicht kommt aus dieser Gruppe heraus, das würde mich super freuen, auch für mich ein Impuls, auch vielleicht auch im Nachgang, man kann ja auch im Nachgang miteinander vielleicht kommunizieren, wie wir das gemeinsam vielleicht schaffen können, eben einfach die Wertigkeit der Kultur in die Gemeindeparlamente und Stadtparlamente hineinzubekommen. Das wäre ein großer Wunsch von mir und schon seit langen Jahren ein großer Wunsch von mir. Herzlichen Dank, Frau Seifert. Das ist eine gute Anregung. Ich denke, da sollten wir auf jeden Fall weiterdenken zusammen. Und ich denke auch, da sind nicht nur die Künstler und Künstlerinnen direkt ihre Partner, sondern eben auch die Künstlerverbände, die ja auch an dieser Initiative mitarbeiten und sind auch sicherlich gerne bereit, da zu unterstützen, was das angeht. Umdenken scheint das zu sein, was passieren muss noch vielleicht, bevor wir irgendwas regeln. Das entnehme ich auf jeden Fall dieser Diskussion. Ich gebe aber jetzt einfach das Wort an Frau Lorenk, denn es haben sich hier schon einige Beiträge angesammelt.
Bitte, Frau Noring, mit Ihrer Frage. Guten Abend. Genau, ich heiße Kasia Lorenz, bin in Düsseldorf, aber ich wohne jetzt in Düsseldorf, aber komme aus Polen und wollte ganz kurz sagen, dass in Polen genau sowas funktioniert. Also Polen wurde hier nicht als Best Praxis genannt und da wollte ich ganz kurz berichten, wie das die Perspektive jetzt ist, weil eben da vier Institutionen haben in dem Jahr 2014 ein Dokument unterschrieben, dass sie eben Honorare zahlen. Und 2015 ist es dann weitergegangen, so dass man, davon haben wir am Anfang gesprochen, wenn man Anträge stellt an das Kulturministerium, ist die Position Künstlerhonorar mit drin und diese Position ist unantastbar. Das heißt, wenn jetzt eine Organisation, ich betreibe auch einen Projektraum in Düsseldorf, das heißt, wenn ich einen Antrag stelle und das Geld bekomme, dann kann ich eben aus der Position Künstlerinnenhonorare quasi, die kann ich nicht mehr verändern. Und ich glaube, somit haben sie was geschafft, wo ich jetzt als Polin sehr stolz bin und denke, das könnte auch vielleicht hier funktionieren, dass man quasi schon auf der Ebene der Fördergelder sagen könnte, da muss einfach was passieren und dieser Bereich ist obligatorisch. Und was ich kenne auch die Berichte aus Schweden und was mir so ein bisschen fehlt, ist, wir sollten die Organisationen, die Honorare zahlen an Künstlerinnen und Künstler in Deutschland, mir fehlt so ein bisschen ein Prestigegedanke, so ein Stolzgedanke von wegen, die, die es schon machen, die müssen ganz laut werden, um bei den anderen zu zeigen, wieso macht ihr das eigentlich nicht? Eigentlich finde ich, das ist für mich was Attraktives, wenn ich als Institution, und ich bin auf der Seite von der BBK gegangen, das heißt, es heißt, in Berlin, Halle an der Saale, Bremen und Brandenburg funktioniert es, in Düsseldorf halt nicht. Deswegen müssen die Organisationen, die es schon machen, die Honorare zahlen, super laut werden. Radikaler gesagt, wir brauchen ein Bashing für die, die es nicht tun. Eigentlich müssen die, die es so wie man quasi mit den kostenlosen Praktika ein bisschen im Bereich der zeitgenössischen Kunst umgegangen ist. Als ich mein Praktikum gemacht habe vor 10 Jahren, als ich nach dem Studium fertig war, da wurde ich nicht bezahlt. Danach gab es aber ein Umdenken. Man war einfach nicht mehr, man war passé, wenn man kein Praktikantengehalt gezahlt hat. Und so wünsche ich mir, obwohl ich keine Künstlerin bin, wünsche ich mir ein Umdenken von der Gesellschaft, dass man sagt, wir sind laut, ihr müsst das ändern. Also eigentlich ist es für mich wirklich eine Prestigesache, auch als Mitarbeiterin, wenn ich jetzt in einer Institution arbeite, die Honorare zahlt. Eigentlich möchte ich das jedem erzählen. So, das wollte ich in die Runde nochmal reinwerfen. Ja, ganz herzlichen Dank für diesen auch sehr positiven Vorschlag. Vielleicht ist ja unser Bildmaterial der Initiative Ausstellungsvergütung, dem Sticker Pay the Artist, die es in verschiedenen Formen gibt, ja genau eine Möglichkeit, um darauf hinzuweisen, welche Institutionen das tun oder eben noch nicht tun. Hans de Christ, wenn Sie Ihre Kamera noch mal anmachen, dann würde ich auch Ihrer erhobenen Hand hier folgen. Okay, super. Das ist natürlich, ich glaube, was sich auch an den Best-Practice-Beispielen zeigt, ist natürlich ein Stück weit, dass sich teilweise in Deutschland immer noch so ein Verhältnis niederschlägt, was in den skandinavischen Ländern nicht so eine große Rolle spielt. Es wird wahnsinnig viel, obwohl es eben überhaupt nicht dem Stand entspricht, die Einkommensstrukturen von Künstlerinnen abzubilden, auf den Markt verschoben. Wir wissen, dass es in Norwegen und in Helsinki eigentlich in der Form keinen so ausgeprägten Galerienmarkt gibt. Und man würde jetzt immer in Deutschland wieder an diese Zentren verweisen, wo der sogenannte Kunsthandel stattfindet. Das ist aber, das ist tatsächlich auch etwas, was noch in den politischen Köpfen drinsteckt. Es fehlt nach wie vor diese Vorstellung, dass von diesem Markt 5% der produzierenden Künstler, 4, vielleicht 3% überhaupt abgedeckt werden. Das müsste man, ich glaube, nochmal auch stärker betonen. Dass in Deutschland in dieser wahnsinnigen Dichte, in dieser Heterogenität, die auch durch den Föderalismus
ermöglicht wird, der Markt eben nicht das Problem löst und der Markt auch nicht das Problem regelt. Ich fand jetzt den Beitrag, den vorherigen Beitrag super. Wir haben wirklich nie darüber nachgedacht, das auf unsere Agenda zu schreiben, dass wir zahlen. Für mich ist es eigentlich eine Selbstverständlichkeit, wenn ich eine bestimmte Leistung anfordere, dass ich dann auch das entsprechende Geld dafür in die Hand nehme. Was ich vorhin meinte, in dieser etwas abstrakten Form, ist tatsächlich zwischen den Independent Art Spaces und den etwas besser situierten Institutionen diese Strukturen von Hierarchien anzugehen, die dieses Feld so aufteilen, in dem welche Zugänge wie organisiert wird zu Kompetenzen. Wie kann eine größere Institution tatsächlich, weil kleinere Institutionen können bestimmte Projektmittelmargen ganz praktisch, verwaltungstechnisch gar nicht umsetzen. Was würde es bedeuten, dass man tatsächlich viel nochmal anders gesteuert diese Zugänge heterogener aufstellt? Immer dazu gesagt, dass mehr Geld ins System muss. Weil was ich vorhin nicht erklärt habe, weil wir heute über, ich bin bei dem Begriff Ausstellungsvergütung, wir reden eigentlich über Produktionsvergütung. Was in diesem Bild nach wie vor fehlt, das kommt jetzt auch so ein bisschen in den Chat, wenn hier über Lehre berichtet wird und sonst was. Wie viele Künstlerinnen sich mit Formen von Lehraufträgen an Hochschulen über Wasser halten, etc., etc. Alles das ist absolut prekäre Beschäftigung. Selbst der Hochschulunterricht wird nicht dazu führen, wenn man das ein Semester, zwei Semesterwochenstunden macht, dass man in irgendeiner Form davon leben kann. Das heißt, es wird ein riesengroßer Bereich an Dienstleistungen, in Anführungszeichen, ich will das nicht so funktionalistisch fassen, wird im Grunde genommen immer in ein Paket reingespürt, wo alle arbeitsrechtlichen Fragen dran zerschellen im Moment. Und deshalb lege ich das Bündnis, was wir gegründet haben, auch so viel Wert darauf, dass wir von Kulturarbeiterinnen reden. Also das nochmal so ein bisschen zur Ergänzung. Ich nehme mal meine Hand runter und dann schalte ich mein Mikro wieder aus. Ja, danke. Kann ich nur nochmal anfügen, dass natürlich auch nur ein ganz kleiner Prozentsatz von Künstlern und Künstlerinnen überhaupt die Möglichkeit hat, beispielsweise über die Lehre noch ein zusätzliches Einkommen zu generieren. Das hört sich für mich ja wirklich danach an, als wenn ja, wir dringend so eine Art Arbeits- oder Workshop bräuchten, in dem man wirklich das alles einmal komplett durchdenkt, wie tatsächlich diese Machtstrukturen verändert werden können. Das sehe ich ja beispielsweise auch bei uns in der Institution, dass es da durchaus Möglichkeit gibt, Dinge zu verändern. Auch im Deutschen Künstlerbund werden Ausstellungshonorare gezahlt. Und es ist immer wieder erstaunlich, wie die Künstler, wenn man ihnen das sagt, reagieren. Also mit großer Überraschung. Ihr zahlt Ausstellungshonorare. Aber das ist, wie gesagt, auch nur ein kleiner Teil von dem sozusagen Machtgefüge, das veränderbar wäre. Ich gebe das Wort an Frau Helga Müller, die sich auch schon seit einer gewissen Zeit gemeldet hat. Dankeschön. Ich bin Rechtsanwältin in Frankfurt und habe etliche Musterprozesse für bildende Künstler geführt in den vergangenen Jahren, auch mal für Ausstellungsvergütung, leider natürlich nicht erfolgreich.
Ich bin selbst auch noch künstlerisch tätig. Ausstellungsvergütung ist für mich eine ganz, ganz wichtige Sache und sie hängt ganz wesentlich zusammen mit der Wertschätzung für Künstler, die Frau Lorenk angesprochen hatte. Ich finde, man sollte unterscheiden in der Diskussion zwei Schienen, auf denen vorgegangen werden soll. Entweder einmal die politische Seite, da ist viel mehr machbar unter Umständen, was in Richtung auch von dem geht, was Frau Heike Rausch gesagt hat. Auf der juristischen Ebene ist wesentlich weniger fassbar, was zeitgenössische Kunst angeht. Und deswegen ist das eine Schiene, die begrenzter, ja, revolutionär sein kann. Aber die Aufnahme der Ausstellungsvergütung in das Urheberrecht sollte ganz zentral sein. Und sie hängt natürlich damit zusammen, dass also Werke der bildenden Kunst viel umfassender begriffen werden, als sie bis jetzt in der Juristerei erfasst und begriffen werden. Dabei muss man diesen Aspekt mit hineinbringen, dass unsere Rechtsordnung im Verfassungsrecht vor allem nach Sacheigentum und nach geistigem Eigentum unterscheidet. Und diese Unterscheidung ist für uns im deutschen Recht eine Unterscheidung, die sich ganz, ganz stark gegen bildende Künstler wendet, weil der bildende Künstler als eine Person begriffen wird, der eine Ware weggibt, wenn er etwas verkauft, wenn er etwas von sich gibt, der also über ein Sacheigentum verfügt. Und dieser Gesichtspunkt des geistigen Eigentums, der unmittelbar mit den Kommunikationsgrundrechten zu tun hat, völlig aus dem Blick gerät. Und dabei spielt eine Rolle, dass der visuelle Impuls, den jeder bildende Künstler gibt, keine hohe Wertschätzung hat, wesentlich niedriger gewertet wird als der Wortimpuls. Und ich denke, da muss sehr viel Bewusstseinsarbeit gemacht werden, parallel zu dieser Diskussion, die jetzt hier geführt worden ist. Es muss eine Bedeutung, muss visuellen Impulsen als geistiges Gewicht eine größere Bedeutung in der gesellschaftlichen Diskussion gegeben werden. Und das wird sich meines Erachtens auch zugunsten der Ausstellungsvergütung auswirken. Das war mein Beitrag zu dieser wunderbaren Diskussionsrunde. Ja, herzlichen Dank, Frau Müller, auch nochmal für diese Klarstellung in Bezug aufs Urheberrecht. Das ist ein guter Impuls, den wir weiter verfolgen werden. Wir haben jetzt zwei Wortmeldungen und danach würde ich vorschlagen, kommen wir dann auch zu einem Ende. Wir sind immer noch fast 100 Teilnehmerinnen und Teilnehmer, was sicher für das Thema spricht, aber auch für Sie sind sicher über 2 Stunden vor dem Zoom dann auch ausreichend. Ich bitte also Lotte S. und dann Patricia Gelite, Entschuldigung, das ist sicher falsch ausgesprochen, für noch knappe Beiträge. Danke. Ja, vielen Dank. Verstehen Sie mich? Sehr gut, Lotte. Gut, okay, danke. Ich bin Lotte Schwenkergen, bin freischaffende Künstlerin und EM-Rentnerin. Das heißt, ich habe noch eine andere Einkommensrealität. Möchte Frau Dr. Helga Müller ganz herzlich danken für diesen Beitrag in Hinsicht auf Rechtsproblematik. Ich denke, da ist auch ein Punkt, wo wir bildende Künstler tatsächlich dran arbeiten müssen, in der Gewerkschaft, in der Öffentlichkeit und auch in den Verbänden, dass die Wertschätzung unserer Arbeit auf ein anderes Plateau kommt, als da, wo sie heute ist. Gleichzeitig möchte ich auch noch erwähnen, dass tatsächlich die Einkünfte bildender Künstlerinnen, wenn wir schon vorher davon gesprochen haben, dass die Einkünfte allgemein, nämlich 60% um die 5.000 Euro Jahresankommen liegen, die Einkünfte der bildenden Künstlerinnen noch 15-45% im Jahr unter denen der männlichen Kollegen liegen. Auch werden für die finanziell hochdotierten Projekte eher männliche Kollegen tatsächlich zugelassen als weibliche. Also da sehe ich ein ganz großes Hindernis, beziehungsweise für die besser dotierten
Punkte in Projekten werden häufig auch die männlichen Kollegen dann gewählt von den Projektauslobern. Ähnlich ist es bei Stipendien, obwohl tatsächlich 57-62% aller bildenden Künstlerinnen Frauen sind. Also KünstlerInnen, ja, Frauen sind. Also ich möchte wirklich eine Lanze brechen für Kolleginnen, weibliche Kolleginnen, diverse Kolleginnen, die tatsächlich noch zusätzlich benachteiligt werden bei der Honorierung, bei der Bezahlung, bei der Vergütung. Was bei der VG Bildkunst natürlich nicht stattfindet, da wird nicht unterschieden zwischen männlich und weiblich, sondern da gibt es andere Unterscheidungsmerkmale, wobei auch Frauen tatsächlich weniger präsent auf dem Markt wirken und sind. Das heißt, da würde die Marktpräsenz, die in der VG Bild Kunst gewertet wird, würde auch wieder zum Nachteil der Frauen gewertet. Ansonsten muss ich sagen, Pay the Artist ist das absolute Thema, was seit den 70ern letztendlich uns KünstlerInnen umtreibt, männlich und weiblich divers. Wir brauchen tatsächlich Ausstellungsvergütungen, und zwar nicht nur heute, sondern auch morgen, für alle Formen von Ausstellung und Projektierung von Kunst. Wobei Kolleginnen jetzt wahrscheinlich sagen, ja, wir sprechen doch dann wieder von Honoraren. Aber ich muss sagen, die Ausstellungsvergütung bezieht sich ja dann auch, wenn das eben auch ausgeweitet wird auf Landart, was ich ja auch als Kunstrichtung schon tatsächlich gemacht habe und mache immer noch, ist es tatsächlich so, dass die Vergütung, wenn sie denn über die Jahre stattgefunden hätte, nicht dann dieses Altersprekariat der KünstlerInnen ergeben würde. Ich stelle fest, dass gerade im Alter ab 60 Jahren oder auch ab 70 Jahren KünstlerInnen weiterarbeiten müssen, Künstler und Künstlerin, weiterarbeiten müssen, weil das Geld zum Leben nicht reicht. Das heißt, ein Künstler wird bis zu seinem letzten Atemzug Kunst betreiben müssen. Also nicht immer nur wollen, sondern auch müssen, egal wie weh die Knochen tun, egal wie müde der Geist manchmal ist und wie die Kraft nachlässt, weil das Geld zum Leben nicht reicht in der Kunst. So, danke, ich bin fertig. Ja, herzlichen Dank auch dafür. Die letzte Wortmeldung, Patricia, bitte. Ja, guten Abend. Ja, viele sehr wichtige Dinge und Aspekte wurden heute schon genannt und vielen Dank dafür. Ich wollte jetzt noch als Stichwort die Höhe der Honorare oder die Höhe der Ausstellungsvergütungen oder Stipendien nochmal nennen, und zwar, das ist ja meistens noch öffentlich zu sehen oder ausgeschrieben in verschiedenen Kunstzeitschriften. Und ich sehe ganz oft die Verwirrung dann, wenn Menschen aus den anderen Berufsgruppen das lesen und sagen, ja, was, ein Stipendium, 1500 pro Woche oder am Tag oder wie ist das? Das heißt, schon zu der Wertschätzung der Kunst bringt das schon so eine komische Stimmung, weil die denken, ja, wie kann man das machen oder wie machen das die Künstler, wenn die Summen so niedrig sind? Und das ist ja auch ein bisschen auch die Wertschätzung, die damit dann verbunden ist. Die denken, es ist ja Hobby, also man kann ja das nicht ernsthaft machen, wenn das so niedrig dotiert ist. Ja, und dann übrigens komme ich ja aus Litauen und da sind ja mit den Künstlerhonoraren die Geschichten sehr ähnlich wie in Polen, wie schon von Gascha gesagt wurde. Die Künstler bewerben sich nicht oder machen keine Ausstellung in Litauen, wenn es keine Vergütung gibt, und dann irgendwann gibt es Vergütung einheitlich, weil keiner sonst sich meldet. Und das haben die kollektiv so durchgezogen und das jetzt wird nicht mehr in Frage gestellt. Also es gibt keine einzige Meldung auf eine Ausschreibung. Das haben die so einfach einmal beschlossen und dann auch ja, gemacht. So, dann schönen Abend an alle und hoffentlich tut sich dann auch sehr viel. Ja, herzlichen Dank.
noch für diesen letzten Beitrag. Ich sehe auch jetzt im Moment keine einzige Hand mehr. Ich glaube, wir sind auch alle sehr gut informiert und haben einige wichtige Punkte angesprochen. Ich würde einfach nochmal das Wort an die Sprecher der Ausstellung, Initiative Ausstellungsvergütung geben für ja, ein kurzes Schlusswort und vielleicht noch den Ausblick auf das, was noch kommt. Und ich möchte mich persönlich bedanken dafür, dass so viele geblieben sind, sich beteiligt haben und dass diese Veranstaltung letztendlich, wie ich denke, sehr interessant und gelungen ist. Ja, Michael, bitte. Ja, vielen Dank, Susanne, vielen Dank an alle Teilnehmer. Das war ein wahnsinniges Paket, was wir heute hier gehört haben, und es war auch uns vorher klar, dass wir einen Umschlag machen in das Thema hinein. Und was haben wir gelernt? Wir haben gelernt, dass wir die Perspektive wechseln müssen. Und die Kunstvereine machen das, die KünstlerInnen müssen das machen, die Politik macht es. Und wir sind an so einem Punkt in der Zeit, in der wir gerade leben, in der Welt, in der wir gerade leben, wo viel von Transformation Design geredet wird. Und ich würde jetzt mal einführen das Wort Transformation Art, also eine Kunst, die sozusagen in ihrer Freiheit eine Qualität entwickelt, die in die Gesellschaft wirkt, ohne dass sie sich in ihrem Selbstauftrag funktionalisiert. Und an diesem Punkt, glaube ich, können wir wirklich etwas Neues installieren, was gesellschaftlich politisch gefordert werden müsste, nämlich eine Künstlerschaft, eine Künstlerschaft, die auf der juristischen Ebene ist, aber auch auf der Ebene des Steuerrechts. Also wir wissen alle, dass es sozusagen für Landwirte ganz besondere Bedingungen gibt, wie sie arbeiten können und wie sie sozusagen existieren und an welcher Stelle sie gefördert werden. Und der Hinweis von Herrn Gründel war sehr toll. Wir sollten nicht auf andere zeigen und sagen, die haben ja, sondern wir sollten die Ideen aufgreifen und sagen, wie können wir zusammen in die Diskussion kommen. Und das vielleicht war heute der erste Aufschlag von unserer Seite aus der Künstlerverbände in Deutschland, Deutscher Künstlerbund, BBK, GEDOG, die Initiative Ausstellungsvergütung. Und ich danke ganz, ganz, ganz besonders den Teilnehmern aus der Politik, Frau Dr. Liedke, Frau Seifert, Herrn Gründel, der nicht mehr dabei ist, aber wichtigen Weitland, an die Beiträge, Christiane Limper, Annegret Frauenlob, Hans de Christ, Heike Rausch, Oliver Garter. Und wir sind jetzt auf einem Weg, und wir sind in dem Jahr der Bundestagswahl, und da wird es viele Diskussionen geben müssen. Und ich glaube, vielleicht ist das sozusagen ein Moment des Verbindens. Wir verstehen uns als ein Netzwerk, als ein Hub, und so sollten wir es auch nutzen in der Bundestagswahl. Wir werden diesen Brief an die Abgeordneten der Wahlkreise, der Kandidaten auf unsere Webseite zur freien Benutzung geben. Und wir wollen einen offenen Diskurs in die Gesellschaft, in diese Bundestagswahl geben, repräsentative Demokratie also auch aktiv bespielen. Und ja, ich danke an Lisa und Susanne für die Moderation. Ich danke meinen beiden Kolleginnen Katja und Doris für die Vorbereitung. Das war schon ein halbes Jahr, wo wir jetzt daran gearbeitet haben. Und sicherlich wissen wir nach der Veranstaltung mehr als vor der Veranstaltung. Und so soll es ja auch sein. Und sicherlich ist dieses Format des Digitalen nicht optimal, weil wir natürlich jetzt nicht den Austausch noch mit einem Glas in der Hand haben können. Aber trotzdem danke ich allen, die hier heute Abend dabei sind. Wir hatten in der Spitze 140 Gäste. Das ist großartig. Ich wünsche mir einen regen Austausch mit Politik, mit den KünstlerInnen, mit den Teilen, verschiedenen Teilen, die sich berufen fühlen in der Gesellschaft. Und wünsche einen guten Abend und haben Sie es gut.